Wenn man das Kloster von der Salem-Schule anguckt, gibt es dort oben einen Kirchturm. Der nervt die meisten Schüler. Noch nie jemand war von euch oben. Aber wenn die Kamera da jetzt hochfährt, sieht man den größten aller Freunde stehen, nämlich Herr Schulze steht dort oben auf dem Kirchturm. Guckt in die Ferne. Seine Stirn setzt sich. Das habt ihr alle noch nicht, hättet ihr alle noch nicht gesehen, in Falten. Er seufzt einmal ganz tief und murmelt eher zu sich selber. Und so beginnt es. Einen wunderschönen guten Abend an Ju, Zoe, hallo, Hallo. schön, dass du da bist. Ja. Denise, Lilis, hallo. Hi. Lea, Valerie, hallo. Moin. Und Hallo. Rike, die Mara, hallo. Schön, dass ihr Hi. alle da seid. Wurde ein letztes Mal bei Monster Hearts gewünscht. Letztes Mal bei Monster Hearts ging es damit los, dass Daniel Merhei, der Computer-Nerd und Freund von Marie, von Herrn Schulze, der da auf dem Turm steht, brutal abgeschlachtet wurde mit zwei ziemlich großen, was waren es, Messer waren es nicht? Ach ja, Gladius-Schwerter. Schwerter, genau. Und ihr das mehr oder weniger mitbekommen habt, aber er hat es ja nicht getan, weil er böse ist, sondern weil ihr ihn drum gebeten hattet. Wir Haben. nicht, aber ist okay. Wir nehmen diese Worte In der Folge ist viel passiert. Unter anderem wurde euch gesagt, dass in der Nacht, das war das Ende der ersten Staffel, die falsche Hexe gestorben sein könnte von den Voodoos, dem Hexenzirkel. Und ihr habt versucht, so ein bisschen drauf zu kommen, warum das so ist, aber habt noch keine Lösung gefunden. wir haben keine Ahnung von Nee. irgendwas eigentlich. Nee. Dann hatte Valerie genau einen Auftrag, euch drei nicht zu sagen, wie es bei ihr aussieht, was dazu führte, dass sie alles gesagt hat. So macht man das. Good job, Ja. Val. Good job. Geheimnisse im Rollenspiel sind nur gut, wenn sie mit möglichst vielen Leuten Ja, das geteilt werden. stimmt. World's best liar. Not. Also, ich habe alles richtig gemacht. Ich sehe gar kein Problem. Ich habe nie Dummerweise gesagt, dass der Hausmeister es war. hat sie ihre. Nein, das war nicht. Dummerweise hat sie ihre Seele verkauft und der Hausmeister hat mitbekommen, dass sie ihre Seele verkauft hat, sodass die drei, vier auf die Idee, nee, eigentlich die drei, aber dann, es ging ja auch um Well, auf die Idee kam, man kann ja ihre Seele quasi weiterverkaufen. Und welch großer Zufall, muss es natürlich eine schlimmere Person sein und die habt ihr durch Zufall getroffen, denn das ist nämlich die ehemalige Schwimmerin. Rita Rita. Meier, Nicht Schwimmerin, die Captain des Schwimmteams. ja, sie ist es auch noch. Ja, nee, sie hat aber viele Probleme, das muss man dazu sagen. Sie war ja nicht mehr so gut. Da können wir die andere Gruppe am Donnerstag fragen, warum nicht, denn sie wurde da ziemlich fertig gemacht, würde ich als Meister sagen. Sie würden sagen, nein, hast du dir alles ausgedacht. Aber sie ist tatsächlich zu einer dunklen Fee geworden und scheint das Feenreich übernommen zu haben. Das führte dazu, dass die gute Lilith ihr jetzt dieses Angebot gemacht hat am Schluss. Mara und Zoe waren damit beschäftigt. Kann euren letzten Dialog echt schwer in Worte fassen, um ehrlich zu sein. Ich habe mir vorhin nochmal angeguckt und hatte, ihr wart wirklich on fire. Wirklich hin und her zu allen Themen irgendwie. Es Ja. geht halt eine Menge rum in dem Ja, Kopf von so okay. zwei Teenager-Mädels. Das Es soll ist, halt, ich bin jetzt einfach, wir das sind ist 18 Jahre alt. 17. Wir sind Ich weiß. 17/18 Jahre alt. Wir 17. haben Ja. eine Und ich hatte eine ganz schlimme Tees-Fernbeziehung, die nur über Telepathie und Spiegel funktioniert. Das ist schwierig. In Zeiten des Internets ein Rückschritt. Ja. Absolut. Und die gute Valerie wollte einen DSA-Charakter machen. Denn sie wollte Ich DSA spielen. wollte nur Mit Tim. Rollenspiel machen. Rollenspiel im Es Rollenspiel. gab auch Rollenspiel, denn der Hausmeister hat dich da herausgeholt und hat dich zur Sau gemacht und gleichzeitig dir einen Befehl gegeben, dass du sofort, also jetzt losgehen sollst im Grunde und die drei Freundinnen von dir töten sollst. So, Ja, das ist das der. soll sie probieren bei Mara. So, habe ich vorhin schon gesagt. You can Also, try. Tattoo-Stift für eine weitere Zahl auf ihrer Wange schon bereit. Ja. Jawohl, dann So. kommt das, bekommt bald eine 8.
Und mit wem fangen wir dann an? Das ist ziemlich klar. Wir fangen an mit Lilith. Lilith, du willst gerade das Feenreich verlassen, hast du gesagt, drehst dich um. Dann hörst du Rita sprechen. Lilith. Ja. Und die eilt ein bisschen mit einem leichten, fast Jogginglauf auf dich zu, legt die Hand auf deine Schulter. Ich hab's mir überlegt. Wir machen das. Ich werde das annehmen. Weißt Ich bin doch du? nur die Vermittlerin. Ja, Du das ist solltest doch mit egal. Will. Ich, Ich rede nein, mit Will. Das ist überhaupt kein Problem. nein. Achso. Ich hab Lust. Und weißt du, sowas wie ich hier gemacht habe, das funktioniert einfach nur, wenn man mit den richtigen Leuten Deals macht. Und Well wird gut hier reinpassen. Ich habe eine klare Vision für sie und das ist gut. Danke. Weißt du, was das Problem ist? Nein. Ihre Hände gehen auf deine Schultern. Ich kriege so viel mit inzwischen in dieser neuen Position und du wirst mir Schwierigkeiten machen. Glaubst du das? Nein, eigentlich nicht. Und in diesem Moment verlasst ihr beide die Feenwelt. Oh. Und was seid ihr denn? Ihr steht im DSA-Zimmer. Hi Tim, hi Belle. Hi. Ups, was machen wir denn hier? Weiß nicht, ich möchte mich von ihr wegbewegen, dass sie mich nicht mehr anfasst. Und ja, am besten noch so Richtung Belle. Mach mich so einfach, bitte. Ja, ich denke doch, ich will Oh Oh, Gott. Okay. Tim, hast du die Tür nicht Ja. gehört? Sie geht auf ihn zu. Guck doch nicht so. Ja, Tim, wir gehen. Ich wollte dir was zeigen. Und sie hackt sich beim Unter und geht mit ihm zur Tür. Ich Irgendwas. glaube, das Ich ist wollte keine schon gute Idee. immer diese Rollenspielkram erfahren. Das ist wirklich spannend. Charaktere macht ihr da? Und die Tür fällt zu. Bom. In dem Moment, in dem die Tür zufällt. Scheiße! Oh, Scheiße! Ich glaube, sie will Tim was antun, flüstere ich zu Val. Valerie guckt so, so. Ja, das ist unser größtes Problem. Und ich, ja, ich gehe auf sie los. Okay. Ja, Ich weiß dann. nicht, ob ich das schnell genug kapiere. Ja, ich weiß auch Ach nicht, Gott, ob das was es wird. ist ein Faustschlag, wird nicht tödlich sein, da bin ich ziemlich sicher. Du musst austeilen. Was muss ich tun? Worauf muss 2 W6 ich würfeln plus reizbar. würfeln? Bloß reizbar, darin bin ich super. Nee, gar nicht wahr. Oh. Ich habe eine 12 gewürfelt. Das heißt, es ist eine 11. Also, das wird auf jeden Fall eine ziemlich harter Schlag. Du fügst der Zielperson Schaden zu und diese wird kurzzeitig gestoppt und kann nicht reagieren. Also, du bist ein Schadenskreuz, Lilith. Wo haust du ihr denn hin? In ihr wunderhübsches Gesicht. Und ich greife direkt danach quasi nach dem Kragen und versuche sie gegen die Wand zu werfen. Ich bin aber nicht sehr stark, also wird das vielleicht Du kannst es einfach machen. ein Schubsen. Reicht es? Mach nochmal austeilen. Du hast die zweite Runde. Oh, Gott sei Dank. Das ist eine Eins insgesamt. Okay. Ich bin eh kurz betäubt, ne? Ich kann eigentlich Ja, gar nicht. ich. Hm. Warum brauche ich schon wieder? Ich nicht. Du hebst sie hoch, wirfst sie gegen die Tür. Es kracht fürchterlich.
Mara, Zoe, ihr hört dieses Krachen. Oh, wo sind wir gerade? Eure Zimmer sind ja nicht so weit auseinander, oder? Ja, kann auch sein, dass wir uns Ich auf die glaube, ihr Suche wart gemacht im, oder haben. ihr seid auf dem Weg. Wir waren zuletzt draußen, aber das ist Dann ja seid ihr alles auf dem klar. Weg. Irre, es war ja nicht zeitgleich. Ist ja Wir sind nie, auf dem nicht. Weg zu Das ist Betty ihre oder Eins. so. Ihre Eins ist schädlich für sie in diesem Fall. Es seid in diesem Fall ihr. Ihr hört es. Okay, habt ihr das gehört? Hast du es gehört, Zoe? Ich glaube, da gibt es irgendwo Ärger oder jemand hat Sex. Hoffen wir, es ist Ärger, weil dann sind die uns nicht böse, wenn wir gleich reinplatzen. Ich habe keine Ahnung. Kommt das aus? Ist das, war das im Tipp? In wessen Zimmer war das? Waren die? Das, Also oder ist es so du gemeint? könntest Oder ist es es so so, gemeint? ihr vielleicht seid ihr gerade irgendwie auf dem Gang zurück unterwegs und ihr kennt diesen Flur, und Ich ihr habe würdet halt das keine so, Ahnung, ihr was würdet. Tims Zimmer wäre, deswegen. Ja, ich Nee, glaube, keiner von stimmt. uns kennt Tim. Nee, das stimmt. Nee, ich gucke nicht, aber ich gehe in die Richtung. Ja. Okay, Lilith, du Eins, kommst. Achso, glaube ich, ja? kann ich gut hören. Denke mal, Sinneswahrnehmung. Okay, pass auf, Lilith, du Was kommst für eine zu dir. Tageszeit haben wir? Was haben wir? Wir haben. Gerade einen Tag, oder? Ja, ich Ja. glaube schon. Ja. Lilith, Dann du würde ich kommst auch zu sagen. dir, Oder klebst an der Nachmittag oder so. Tür und Whale steht vor dir und will wahrscheinlich wieder dir das Gesicht. Ja, na, eigentlich schaut Val sich erstmal um, ob es irgendwas in dem Achso. Raum gibt, mit dem sie jetzt Lilith am effektivsten töten könnte. Auf jeden Also ich. Fall. Okay, erstmal. Was denn so? Kannst du dir aussuchen, Tim könnte Baseball-Fan gewesen sein. Das klingt richtig gut. Ich möchte einen Baseballschläger. Das ist super. Aber dann nutze ich den Moment, in dem Lilith quasi zu sich kommt und gehe von ihr weg und versuche, den Baseballschläger von der Wand zu nehmen. Okay, Lilith, was Okay. machst du? Was ist denn mit dir los? Und ich sehe aber, wie sie zur Wand geht und diesen Baseballschläger greift, mit diesem irren Blick sich wieder zu mir umdreht. Und dann würde ich meine Fey-Kräfte beschwören und durch die Tür hinter mir stolpern. Also durch die Tür. Geht einfach so, ne? Genau. Ja. Ich weiß nicht, wo ob ich jetzt auf dem Gang bin oder Ja, im dann bist du Klo. im Ich Gang. muss gestehen, ich Nein. weiß nicht, was hinter mir war. Hier, du bist im Gang. Und damit stehst du für einen kurzen Augenblick, bevor die Tür wahrscheinlich durch eine wütende Welle aufgeht auf dem Flur und siehst aber die beiden nicht, weil du natürlich seitlich stehst im ersten Moment, aber ihr seht Lilith. Lilith? Blutet Lilith? Ja, Ja. bestimmt. Okay, ich schnappe sie sofort und bringe sie mit einer Bewegung hinter mich. Ich meine, Val ist total durchgeknallt. Ich glaube, die wollte mich gerade. Ich weiß Okay, nicht. ihr bleibt hinter mir. Ich schiebe Zoe ein Stück darin nochmal. Ich stelle mich noch vor, Zoe. Seite schieben lassen. Naja, nee, also nicht mit Gewalt, aber so. Okay, ihr lasst mich vor. Ihr Nee, wisst hast du nicht. genau, warum ich hier vorne stehe. Trotzdem nein. Die Tür geht auf Zoe und Val diskutiert steht mit jetzt einem nicht mit mir. Baseballschläger in dem Raum. Oh fuck, Leute, bitte! Ach Komm Gott! doch mal, was geht denn ab bei dir? Leg das scheiß Ding weg. Okay, ich versuche sie zu entwaffnen. Bitte. Zoe! Okay, ich versuche auch Welt zu entwaffnen. Wir versuchen beide Welt zu entwaffnen. Ja. Well haut zu. Alle Ja. gleichzeitig. So ein Knäuel von. Der Moment, in dem einer von denen auf die zugeht, schlägt Ja. sie mit dem Baseballschläger nach in die Richtung halt. Aber es ist Okay. okay. Das ist Zu in halb. Ordnung. Kein Ja, ihr könnt ja Problem. mal Bitte alle auf. gegenwürfeln. Ja, Was möchten wir denn tun? Einfach ist das auf 2D6. reizbar oder was ist Alles das? auf reizbar. Cool. 8. Nee. Warte. Scheiße, ich habe ja wieder das 1 auf reizbar. 10. 7. 7. Okay, und es sind ja, Bin so oder? leid. Und es ist ja 8 ist mein alle. einzig guter Wert und dann habe ich schlecht gewürfelt. Und Boah, ja. es ist ja alles auf, na, Gewalt, ne? Ja, Ja. das ist das einzig Logische hier. Gewalt mit Gewalt. Okay, ich würde sagen, es passiert Folgendes. Ihr habt ja alle im Grunde einen Erfolg. Der Baseballschläger trifft natürlich. Das ist ziemlich logisch.
Der Meister keinen einzigen Würfel bei sich liegen hat, weil er in diesem System nicht würfeln muss. Aber ich will es euch auch nicht machen lassen. Moment. Aber es wäre zu einfach, jetzt Mara zu nehmen. Das finde ich auch doof. Komm, gib mir einfach. Ich schmeiß mich in den Knüppel, wenn es sein muss. Kennst mich doch. Eins. Kannst euch auch nicht das beweisen, ist Mara. Glaube, der Unterschied ist in der Art, wie Mara und Zoe drauf losgehen, weil Mara geht ja quasi drauf los mit: Ich bin Ich unbesiegbar. bin das Schild. Ich fange, Und ich gehe Zoe möchte hinterher halt und ich fange eigentlich alles Bell ab. entwaffnen. Aha. Das heißt, die Frage wäre halt, ob ich mich wegducken würde und der Ja. Schläger dann halt einfach Mara geht Okay. und sowas. Mara fängt halt im Zweifelsfall den Schläger mit ihrem Kopf ab. Ist ja halt Ja, scheißegal. du kriegst. Ist halt egal. Ist Du halt kriegst. wirklich. Okay, Mara, du kriegst 2 Schaden, tatsächlich. Okay, cool. Oh. Es macht wirklich einen, dieses. Gerade für Well, dieses Gong in diesem Moment, wo dieser Baseballschläger den Kopf trifft. Also ich Und. weiß nicht warum, aber ich hatte schon ein Kreuz voll. Also das heißt, ich habe jetzt noch einen Lebenspunkt. Das Just heißt. saying. Das Ich weiß nicht, heißt. aber ich weiß nicht mehr warum, aber Das ja. heißt, ja, du gehst wahrscheinlich trotzdem allein durch die Wucht kurz zu Boden, ne? Also, du bist nicht ohnmächtig, aber Wahrscheinlich. gehst zu Boden. Und in diesem Moment kommt Zoe und du gehst dann irgendwie auch und schnappst ihre Beine und ihr schafft es beide, diesen Baseballschläger loszuwerden. Und dann würde ich versuchen, ob ich auf Welt raufkomme und sie auf den Boden drücken kann. Ja. Wir Komm, damit können, wir ganz keine was. Ahnung, einen Reizbarwurf gegeneinander machen, wer Ja, stärker ist. na los. Zoe, willst Wer du unter es 6 versuchen? Würfel. Oh, der doch mal. Ey. Oh, ich bin jetzt die. Du, Ja, Zoe? ich hab da 11. So, Okay. oh Gott sei Dank. Nee. Oh. Pass auf, das ist aber dann so eine Situation in dieser Wut und dieser. Ihr wahrscheinlich so eine wirkliche. Ihr rangelt wirklich wahrscheinlich. Ihr rollt, ihr, aber keiner Ja. gewinnt so die Oberhand, aber keiner tut dem anderen auch weh, aber mal hat der eine, dann geht's wieder runter. Lilith, was machst du in dem ganzen Tobabo? Das ging ja jetzt alles super schnell. Das war ja eigentlich ein Schlag, mehr oder weniger. Ich bin erstmal zurückgestolpert und gucke mich auf dem Gang um, ob ich irgendwen sehe, den ich zur Hilfe holen könnte. Vor Nein. lauter. Nein. Dann ist ja auch noch Rita mit Tim Links. verschwunden. Sind die Ja. eigentlich auch durch diese Tür verschwunden? Ja. In dieser Schule kann auch alles passieren. Kein Jux, ne? Das ist der Wahnsinn. Ich pretty much. Keine Ahnung, ich bin überfordert. Ich halte mir meine blutende Nase. Und Okay. als ich sehe, dass Zoe ja, Well anscheinend unter Kontrolle hat, würde ich nach Mara gucken. Na, unter Kontrolle ist so halbwegs, ne? Die rollen, das ist ja nicht unter Kontrolle. Ja, aber. Oh, es Aber die passiert Zoe ist nichts. auf jeden Fall stärker als Well. Also, das ist schon. Genau, ich habe jetzt zwar nicht so das dringende Bedürfnis, jemanden gerade umzubringen, das dich ja so ein bisschen antreibt, aber theoretisch bin ich stärker. Ja, safe. Das Die safe, da sagt sie ist ein eine. Hämfling. Ja, ich habe eine blutende Platzwunde am Kopf. Und bin so ein bisschen benommen. Vielleicht habe ich mich so wie aufgerappelt und lehne mich so gegen die Türschwelle. Oh, Oh. Scheiße. Ah. Yo. Hey, Zoe? Ja, oh. Scheiße, das hat gesessen. Wir sollten Zoe helfen. Ja. Ja, Mann. Guck mal im Zimmer, ob da irgendwie. Nimm meine Schnürsenkel. Ich fuddel meine Schnürsenkel aus meinen Sneakern raus. Nein, lass Wir ich. müssen Well Find was im Zimmer. fesseln. Die ist doch irre. Kinky. Wenn es nicht so absurd wäre. Ich renn rein und finde das, keine Ahnung, Sportspringseil von Tim. Damit wieder raus. Ja, ich wehre mich weiter, aber mehr so mit dem langsam erwachenden Hintergedanken von, boah, was sag ich meine Freunde? Ich will, aber ich muss, aber ich will nicht, aber ich muss, aber da ist noch ein bisschen, ist ja noch nicht so lange her, deswegen ist da noch Wut hinter. Oder sowas ähnliches.
Mordlust eher, nicht Wut. Ja, wahrscheinlich versuchst du mich irgendwie zu würgen oder so. Und ich versuche deine Arme einfach Ja, voll. festzuhalten oder beißen, Absolut. keine Ahnung. So, versuchst du die Knie zu heben, irgendwie so dich runterzuschubsen, aber du setzt dich einmal hin und dann funktioniert das nicht mehr. Ja, und dann kommt das Seil. Ja, das macht das Seil. Erzählt mir, was das Seil tut, Leute. Weiß ich nicht, Lilith wollte dich Okay, also verwirren. ich versuche sie so zu halten, dass sie irgendwas fest ihr irgendwie ihre, sie in eine, keine Ahnung, in eine Raupe zusammenbinden könnt oder so. Oder zumindest mal die Hände zusammenbinden und ja. Vielleicht Habt hinter ihr dem nicht sowas Rücken. wie Kabelbinder hier oder so? Ah, lass mich los! Lass mich los! Ah. Bell, was zur Hölle? Komm, lass uns sie erstmal durch die Zimmer bringen und die Tür zumachen, damit es niemand Vielleicht mitbekommt. sollten wir sie auch knebeln. Vielleicht sollten wir einfach mal die Tür zumachen, damit niemand hört, was hier los ist. Oh, nicht, Also dass es wieder hier ins Zimmer rein. irgendwen juckt. Ey, ich rappe mich langsam auf und versuche zu helfen und pack auch irgendwie Vals Füße und schleif sie mit, helfe Aber ihr das sie mit ist echt kein. einzuschleifen. Wir sollten nicht lange in diesem Zimmer bleiben. Wieso? Am Ende sieht es einfach aus, als ob das alles Tim war. Was zur Ja. Hölle ist hier eigentlich passiert? Lass mich los! Lass mich los! Ah, Halt die ich lass Treppe dich nicht jetzt! los! Ich habe keine Ahnung. Ich war bei Rita und plötzlich hat sie sich's anders überlegt und wollte unbedingt den Pakt sofort schließen und hat mich mitgenommen direkt in Tims Zimmer. Wir standen auf einmal vor Val und Tim, die da am Tisch saßen und ihre Rollenspielcharaktere gemacht haben. Und dann hat Rita Tim mit rausgenommen und Belle ist auf mich losgegangen. Ich habe keine Ahnung, was passiert ist und warum sie so reagiert hat. Aber ist Belle versucht aber sich so irgendwie zu lösen währenddessen, also so fängt so an, um sich zu treten und zu Belle, schlagen. ich hau dir eine. Ich gebe dir, geb dir eine richtig Ohrfeige. Belle, Du ja hörst Mann, gib mich. mir den Bitch Slap. Kannst du Ja, mich kriegst du hören? mich Kannst du hin. mit uns reden? Halt die Fresse jetzt. Kannst du mit uns reden? Was zur Hölle ist los? Ja, was willst du? An was erinnerst du dich? Was hat das hier ausgelöst? Wenn, dann fange ich an, ihre Füße zu fassen und ihre Hände hinter den Rücken irgendwie. Belle, Wie sie sich beruhigt. klinzel zweimal, wenn das der Hausmeister war. Okay, wir müssen wirklich diesen scheiß Pakt loswerden. Aber ist Rita so viel besser, wenn sie dich hierher bringt, wenn sie anscheinend ja wusste, was Sache ist? Naja, dass sie nicht besser ist in dem Sinne, dass. Ja, sie haben sie Ja, ausgesucht, weil klar. sie noch schlimmer ist. Das war doch die ganze Mächtiger, Idee. weil sie mächtiger ist. Also der Schulze hat gesagt, schlimmer. Echt? Also, Böser, böser, älter, schlimmer quasi. bevor Val irgendeinen Pakt mit ihr eingeht, würde ich gerne mit meiner Grandma telefonieren. Aber, Warum denn jetzt mit deiner Grandma? na, weil die sich mit Feen auskennt und vielleicht weiß, was Rita ist und was sie mit unserer Welt anstellt. Dann, keine Ahnung, dann hol dein Handy, ruf deine Oma an, falls sie nicht im Feenreich ist. Und wir halten derweil weiterhin Val fest anscheinend. Aber ja, ich habe ein bisschen Angst, dass Rita hierher zurückkommt. Wir sind jetzt vier. Das wird schon gehen. Ich schlage weiter um mich. Ja. Ja, ich fessel dir die Hände Ah, du bist. hinterm Rücken und also echt ordentlich, dass du dich wirklich gar nicht bewegen kannst, hoffentlich. Weil jetzt reiß dich endlich mal zusammen. Ich versuche nach ihr zu beißen. Kriegst noch mal einen Bitch-Slap von mir? Okay, ich glaube, wir müssen sie echt knebeln. Gibt es hier irgendwo Klebeband? Ich suche nach Klebeband. Wo hätte man denn Klebeband? Und ich gucke so die Regale durch und Ja, gucke, da wie ist so das Stand. letzte Kunstprojekt an der Wand, da siehst du das Klebeband dabei. Top! Ist leider kein Ducktape, aber muss reichen. Und ich wickel dir einmal so Klebeband. Scheiße, Zoe! Was machen Ich wir habe denn keine jetzt? Ahnung. Ich weiß nicht, was wir da tun sollen. Keine Ahnung, was kann man da machen? Exorzismus? Keine Ahnung. Ich kann keine Exorzismen. Kannst du Exorzismen? Natürlich Was? nicht. Ja, sie ist. Also das ist doch nicht Well, das. Also oder irgendwie Also ein Teil von Well. wenn der sie einfach so dazu bringen kann, dass sie das macht, dann müssen wir ihn schnell loswerden. Und wenn wir nichts gegen ihn machen können, weil er irgendein Dämon ist, dann müssen wir das. Aber was ist denn jetzt, also Rita, was will Rita denn jetzt von Tim?
Aber das habe ich gar nicht Keine mitgekriegt. Ahnung. Ich fürchte, sie werden um die Ecke bringen. Warum Ich habe denn? keine Ahnung, Weil er aber. der Sohn des Hausmeisters ist? Ja, der Sohn des Hausmeisters. Es ist ja auch der Hausmeister, ist ja sicherlich auch nicht der Hausmeister, oder? Ist der Naja, das, Hausmeister. das halt nicht, weil er der Sohn des Hausmeisters Ja, ist. exakt. Aber ich meine, als ob ein Dämon das mit seinem Sohn schert. Keine Ahnung, vielleicht ist er auch ein Dämon. Wo wollten die denn Keiner, versteht das jemand? In Wels Oder? Hosentasche klingelt ihr Handy so kurz auf, als hätte sie eine Nachricht bekommen und sie ist so. Wir machen jetzt nicht deine Hände frei, damit du telefonieren Ich kannst. gehe an ihre Tasche und hole ihr Handy raus und guck weiter. Das ist Rita. Ich drück das Lilith. Was, Ach, Rita? Schreibt er. Lilith ist gerade am Telefonieren. Okay, dann Was guck mal. schreibt Nein, nein, ihr Rita? geht nicht dran, ihr geht nicht dran, die Omi. Achso. Oh. Also, okay. Ist es, heißt es, sie hat das jetzt schon, aber sie hat doch, Bell hat doch gesagt, das hat sie jetzt vom Hausmeister. Ist das. Kannst langsam Well, zu dir kommen, ja, ich Well. wollte gerade fragen, Well, kommst du langsam runter und hörst auf, dich so gegenzuwehren? Wird es besser? Okay. Dann mache ich das erstmal das Tape wieder vom Mund weg. Bist du jetzt wieder da? Kommst du wieder klar? Ich war ja nie weg. Ich war ja die ganze Zeit da, glaube ich. Nur das. Aber. Ja, aber das hättest du ja sonst nicht gemacht, oder? Du wolltest mich gerade umbringen. Ja, weil er Du gesagt hat, ich hättest. soll das tun. Er hat gesagt, die Schule braucht wieder eine Serienmörderin und er hat gesagt, die Schule braucht wieder eine Wieder? Serienmörderin. Wieder? Wieso wieder? Ey, sehe ich aus, als hätte ich irgendeine Antwort auf irgendeine Frage, Leute. Wann Bitte. hatten wir schon mal eine Serie? Ich dachte, das war dieser Kult, Ich der. bin erst seit diesem Jahr hier. Ich weiß nicht, was hier vorher Ja, ist es abgegangen auch das ist. erste Mal, dass Schüler gestorben sind? Aber das war doch ein Kult. Ja, Das waren doch verschiedene eben. Leute. Oh. Was ist dein, was ist dein, oder hast du Gesichtsentsperrung auf deinem Handy, Val? Wie, sonst hättest du ja die Nachricht nicht lesen können. Naja, gut. Angezeigt in der Anzeige. Schwerbildschirm, ja. Ja, Schwerbildschirm. Egal, Wieso? ich halte das Handy vor deinem Gesicht, entsperr's und antworte Rita. Ja, dann komm mal Brauchst jetzt meinen her. Fingerabdruck. Was? Was? Nein! Wir Gib mir müssen einfach uns dein mal klar Passwort. machen. Gib mir einfach dein PIN. Was? Nicht jetzt Rita herholen. Wieso denn nicht? Weil wir erstmal einen Plan brauchen. Also, Val wollte uns gerade umbringen. Ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber es wäre jetzt so generell ein guter Punkt, um Ja, allein damit wir diesen auch scheiß Val Pakt zu brechen. wieder entfesseln können und all diese Dinge. Ja, ich meine. Gottverdammt, ich versuche meine Oma zu erreichen. Sag's zwar, dass sie jetzt Aha. nicht mehr uns umbringen will, aber das kann auch alles Show sein. Ich guck dir so in die Augen, ob deine Augen so groß schwarz sind, wie man das aus so Ey, die ist Horror. einfach sehr gerötet, weil sie gleich weint. Die ist total fertig. Oh Mann. Ja, die kriegen das schon hin. Also ich hab mindestens eine mittelschwere Gehirnerschütterung, wenn nicht sogar einen Schädelbasisbruch. Ich bin mir noch nicht sicher. Oh, Ich fuck, glaube, meine Nase Mara. ist gebrochen. Oh nein, Lille, es tut mir voll leid. Wirklich, Tut mir leid. ich wollte euch nicht wehtun. Ich wollte euch auch nicht umbringen. Also, Naja, ich du wollte euch umbringen, wolltest. aber nicht, weil ich das wollte, sondern weil er wollte, dass ich das wollte. Moment, also es Also war wollte ich tatsächlich das. das, was du wolltest und tun solltest, war tatsächlich uns. Moment, all irgendwen töten, weil er eine Serienmörderin haben möchte oder speziell uns? Weil er weiß, dass wir Bescheid wissen über ihn? Ich habe furchtbare Kopfschmerzen, ne? Oh. Das passiert, wenn man einen Schädelbasisbruch hat. Ja, Sorry, fuck, soll Mara. ich mich jetzt aus dem Fenster Bitte werfen? nicht, Mara, ernsthaft. Mann, so Irgendwann ein wird es vielleicht nicht mehr Schädelbasisbruch geht funktionieren. ganz schlecht weg. Du hast Oh ja, Mann. vielleicht ist auch einfach eine Gehirnerschütterung und das ist dann morgen richtig Kacke, aber ich Guck mal, meine. ich heb so meine Mütze hoch und habe da so eine richtig fette Wunde. Wie schlimm sieht's aus? Schlimm. Oh, mir wird schlecht. Reiß dich jetzt mal zusammen. Also heilst du nur, wenn du stirbst, oder kannst du auch so. Ich habe jetzt keine Superheilung. Ich bin tot. Ich bin froh, dass ich nicht aussehe wie eine Leichenschmeißerin. Warte, was? Du weißt doch, das haben wir Neue doch schon. Info, neue Info, Haben wir das neue Info. Gespräch Bist nicht mit Val tot? geführt? Das haben wir doch schon gehabt. Nicht, dass du bist tot, Gespräch. Du hast nur gesagt, dass du echt schwer kaputt zu kriegen bist. Ha, ist das so?
Du bist jetzt auch nicht wirklich tot, Mara. Das stimmt jetzt auch nicht. Du kannst nicht sterben. Das ist eher das Ding. Genau. Also der Schulz hat selber gesagt, du wirst diesen Fluch. Aber du hast doch einen Herzschlag. Wenn du wieder, wenn du wieder quasi dein Leben haben möchtest. Aber also ich war auf jeden Fall, also mein Herzschlag war auch schon mal länger weg und mein Puls auch. Und ja, aber du bist ja nicht tot, du kommst immer wieder. Ich komme wieder, aber ich bin schon tot. Ja, so. Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass du eine Leiche, also dass du tot bist, sondern du stirbst und du. Also du bist nicht unsterblich, sondern du kommst halt zurück. Genau, ich komme zurück. Also du atmest ja. I'll be back. Oder? Also so ein bisschen Herzschlag. Also so ein bisschen wie quasi alles aus dem Marvel-Universum. Ja. Wo die Leute auch eigentlich immer wieder zurückkommen, selbst wenn sie sterben in den Comics. Okay, also bleiben wir bei meiner Theorie von Tinkerbell, She-Hulk und jetzt aber halt auch noch irgendwie Frankenstein Reloaded oder ich was? Bin ein Zombie. Nee, ich bin praktisch ein Du bist überhaupt kein Zombie. Du bist sogar kein Zombie. Ich bin ein Zombie, der selbst denken kann und der noch einen freien Willen hat. Sagen wir es doch einfach. Nein, also du bist kein Zombie. Der Zombie hätte keinen Herzschlag und all so Sachen. Wer hat denn die Regeln für Zombies gemacht? Es gibt viele Arten. Habt ihr eigentlich noch gar nicht wichtig? Können wir kurz so lange reden, dass ich euch gerade umbringen wollte? Richtig. Ja. Kurz. Nur ja. Kurz. Ja. Und vielleicht hier rausgehen. Okay. Das Handy von Valerie, wer auch immer das gerade hat. Ich hab links wieder. Warum spielt denn jetzt Rita mit Tim DSA? Ich glaube nicht, dass sie DSA spielt. Du meinst ein anderes. Ich meine. Nein. Nein, das glaube ich auch nicht. Wie ist das denn sonst gemeint? Vielleicht will sie, dass wir Val darauf vorbereiten, dass es jetzt. Vielleicht hat sie es so verstanden, dass du Val jetzt darauf vorbereitest auf den neuen Pakt. Was für einen neuen Pakt denn jetzt? Mit Rita. Die Überlegung halt, dass du mit Rita statt mit dem Mausmeistern einen Pakt machst, damit du weg bist von einem Dämon, der uns alle umbringen will. Und dahin bei der neuen Feenkönigin. Kapitänin des Schwimmteams. Also wir prostituieren weiter meine Seele. Hast du eine bessere Idee? Wenn wir wissen, wie wir dich frei bekommen, ohne dass wir einen Dämon töten müssen. Oder dich. Ja. Ja, dann du uns. Das wäre eher eine praktische Lösung für dich. Ich will nicht, dass das passiert. Also, zur Not, weiß ich nicht. Also, ist auch. Also, Du wolltest gerade noch drüber reden, dass du uns gerade umbringen wolltest. Jetzt kannst du reden. Vielleicht ist es leichter, wenn ihr mich einfach umbringt. Dann bringe ich niemanden mehr um und dann ist die ganze Pakt-Sache durch. Nein. Ich klatsche dir gerade mal einen ins Gesicht. Ich habe schon so viele Backpfeifen bekommen. Lilith wollte gerade hingehen und sie umarmen und deine Lösung ist, ich hau dir. Das ist Maras beschissener Einfluss hier. Ey, was soll das denn jetzt heißen? Draufgehen ist keine Lösung für alles. Zumal es bei den meisten Leuten stickt halt und nicht einfach wieder zurückkommt. Wir gehen jetzt hier weg. Ich habe immer noch Kopfweh. Euer Zimmer, Zoe und Val. Damit wir nicht in diesem verdammten Zimmer von Tim rumsitzen, wo Rita genau weiß, dass wir sind. Willst du jetzt hier durch die halbe Schule bluten oder was? Guck mal, wie wir alle aussehen. Ach, nichts für ungut. Deine Nase blutet. Ich habe hier echt eine. Alter, ja, ich packe meine Warte, ich hole euch mal. Eigentlich bräuchte ich hier, das müsste ich glaube ich nähen lassen oder ich müsste in eine Kernspinde oder wie das heißt. Und ganz ehrlich, sollen wir mal vielleicht sinnvollerweise in der Dings vorbei, wie heißt das? Und wie erklären wir das? Muss jemand erklären? Ihr beide habt euch geprügelt um Noten, keine Ahnung, und wir haben uns geprügelt um Noten. Ihr habt euch klischeehaft sagen, um einen Typen oder so. Nein, um dich einfach. Um mich, ja genau. Ihr habt euch geprügelt um mich, deswegen bringe ich euch jetzt dahin, damit ihr beide versorgt werdet, weil ich anscheinend nur dabei gestanden und euch angefeuert habe. Nee, also ganz ehrlich, mir traut man das halt zu, dass ich einfach, ich meine, ich habe doch eh den Ruf weg hier inzwischen an der Schule, insofern
Ist auch scheißegal. Solange sich niemand weiteres meldet mit, die haben mich verprügelt, können die ja machen, was sie wollen. Also es ist doch, die sollen sich doch einfach nur eure Wunden ansehen. Nee, und wenn ich das mache, dann muss ich wieder zu dieser schrecklichen Schulpsychologin. Okay. Kannst du einfach super dumm gefallen sein auf deiner Nase? Mann, wir sagen doch einfach, guck mal, ich hab dir eine reingehauen, weil ich ein Arschloch bin, dann hast du dich gewehrt und ich bin die Treppe runtergefallen, aber du kannst eigentlich nichts dafür, weil ich habe dich angegangen und dann kommst du aus dem Nummer raus und ich darf zum Psychologen. Okay, oder wir haben einfach Baseball spielen wollen und haben uns dann dummerweise... Halt echt, glaub ich, ist doch niemand. Ich habe euch dummerweise beide am Kopf erwischt, keiner. Hat die Schule das nicht in ihrem Gewalt-Awareness-Training auf solche Ausreden nicht zu hören? So oder so, lass uns einfach da hingehen, lass einfach die Aussage verweigern, was passiert ist. Ja. Was sollen sie machen? Aber ich glaube, es wäre schon sinnvoll, wenn sich jemand mal das anschaut mit der Nase und dem Kopf. Und was machen wir mit der gefesselten Well hier? Ich glaube, was Well machen können wir mit der gefesselten Well? Well kommt mit, damit wir es mitkriegen, falls es sich verändert. Willst du ihre Fesseln jetzt losmachen? Oder ja. Was? Ich weiß ja nicht, du. Ich bin da, ich passe auf. Well, ich gehe vor ihr in die Hocke und gucke ihr in die Augen. Willst du mich noch umbringen? Hm. Was war das denn? Ich glaube, sie weiß es selber nicht so genau. Nein, ich will nicht und es tut mir leid, dass ich es versucht habe und deine Nase blutet noch immer. Das... Sorry. Ich glaube dir und ich drücke sie einmal und sage, wir können ihre Fesseln bestimmt losmachen. Oh. Du bist so gut für diese Welt. Ja, das ist sie wirklich. Meine Güte. Okay. Okay. Ich bleib ansonsten bei Val, damit ich mitkriege, wenn irgendwas Val, ist. Val. Wenn es dich wieder überkommt, versprich mir, dass du mit Mara anfängst. Ja, bitte, fang mit mir an. Ich gebe mir Mühe, wenn ich einen von euch umbringen sollte, erst Mara umzubringen. Klar. Danke. Ich das versuche das vernünftig. Auf meiner mentalen Liste einzutragen. War das ein Versprechen? Ich sag mal, ja. Gut. No, did you fucking trick me? Did you do your little faith thing? Oh. Sammelt ihre Kinder. Okay. Cool, dass wir das geklärt haben. Ja. Okay, dann ich hole euch mal beiden ein Handtuch, damit wir nicht den ganzen Flur vollbluten. Yep. Und dann gehen wir zum, keine Ahnung, ja. Schularzt. Schulsani. Oh. Okay, wir gehen zur Sani, wir gehen zum Krankenzimmer. Wer denn jetzt? Alle. Alle. Ja, ja, okay. Wir bleiben zusammen. Hm. Wir haben uns letztes Mal so schön aufgeteilt, das ist super gelaufen für alle. Voll. Okay, das war ja, wenn ich mich recht erinnere, direkt am Sekretariat. Das heißt, die Sekretärin wären die Ersten oder der er und sie. Und sie. Ja, ich glaube, sie hatte keinen wirklichen Namen. Es sind auch mehr als zwei. Da sitzt eine Sekretärin. Ja, wir bräuchten da mal Hilfe. Tippt gerade irgendwas. Ja, bitte. Wir bräuchten da mal Hilfe. Und mein ganzes Gesicht ist inzwischen so, ist richtig, das Blut ist inzwischen so richtig schön in mein ganzes Gesicht gelaufen. Wenn die Nase ist wahrscheinlich doppelt so dick wie sonst. Sie guckt. Heiliger Makrelenschwarm. Oh nein, jetzt rede ich wie ihr. Sie läuft auf dich zu. Was ist denn da los? Ja, oh Gott. Blöd gelaufen. Ich rufe einen Krankenwagen. Ich glaub, nein. Ich glaube, das muss nur ein bisschen Druck verband, dann ist das wieder gut. Klammerpflaster oder Nähen oder sowas erstmal. Ja. Gott. Früher, ich hätte mich 3 Wochen krank schreiben lassen. Aber wir sind ja bei Prüfung. Das muss man ja ernst nehmen. Genau, wir wollen ja unser Abi machen. Genau, das ist jetzt ja wirklich langsam, wird es ja wirklich eng. Ja, und das oh Gott, bis zum Theaterstück. Und ich habe eine Geschichtsklausur bei Herrn Schulze. Mein Theaterstück. Oh, scheiße, ich bin auch in dem Theaterstück. Fuck. Was habe ich da nochmal für Text zu lernen?
Ich erinnere mich nicht mehr. Ich erinnere mich gar nicht mehr. Oh nein, eine Gehirnerschütterung. Oh, shit. Nicht hinlegen, das ist ganz wichtig bei einer Gehirnerschütterung. Ach so. Aber setz Okay. dich da auf die Bahre, sie trägt dich hin und ihr seid ja alle. Okay. Und oh, sag mal, was ist denn hier? Was ist Wir passiert? begleiten nur. Wir sind nur mitgekommen, weil, ja. Wir begleiten nur. Hat euch jemand was angetan? Nein, alles in Ordnung. Alles cool. Ihr guckt Wir Valerie hatten ein an. Sehr enthusiastisches Baseballspiel. Mein Welts Gesicht ist auch ein roter, blauer Pustekuchen wird es mittlerweile wahrscheinlich nach den ganzen Weiß nicht, haben wir Bell ins Gesicht geschlagen? Ich habe ganz viele Ohrfeigen Ich habe eine sehr gute Wange auf jeden Fall. Und. Oh, Lilith heißt du, ne? Mhm. Die ist gebrochen. Ja, nein, ich glaube nicht. Ihr guckt sie. Ihr wisst alle, doch ist sie. Oh Gott, oh Gott. Ich hol eben. Bleib kurz hier. Alleine schaffe ich das nicht. Ja, ja. Und sie läuft los. Oh, ey, wenn die uns jetzt echt einen Krankenwagen rufen, wir ins Krankenhaus müssen, was machen wir denn dann? Scheiße. Ich meine, allein deiner schönen Nase wegen, man sollte da schon was gegen machen, ehrlich gesagt. Eigentlich wäre es schon sinnvoll. Der Vorteil wäre, dass ihr beide so ein bisschen in Sicherheit vor, ihr wisst schon, wem wärt. Ich muss nicht in Sicherheit sein. Du weißt, dass ich nicht in Sicherheit sein muss. Außerdem können wir doch dann hier gar nichts machen. Nein. Und wir können dich auch nicht hier allein lassen mit Bell. Sorry, nicht so ungut. Nee, ist schon. Also ich sag mal, bei der gebrochenen Nase würden die dich nicht lange da behalten. Nee. Aber bei dich würden die über Nacht da behalten zur Beobachtung. Ah. Ey, da hau ich lieber ab und kümmere mich selbst um das Problem, bin ich ehrlich. Ernsthaft. Ja. Mann! Ich es weiß. Ist die einfachste fucking Lösung. Es wäre. Das ist aber eine beschissene Lösung. Ja, Donnerlütchen, was ist denn hier los? Oh nee, oh nee. Der Direktor. Oh, warum? Ja. Hallo. Hallo. Das gibt's ja gar nicht. Ja. Oh Mann. Yep. Ihr seht aus wie. Oh je, oh je. Naja, sie haben sich doch bestimmt auch mal. Irgendwas getan. Angelika, kümmer du dich um Lilith. Ich guck mir die Mara an. Was wollen Sie denn da jetzt machen? Sind Sie Arzt? Du siehst aus wie ein Wels. Das, wie ein Wels. Ja, da kann ich, da muss ich was tun. Was soll das überhaupt heißen? Du bist Wels jetzt. Ja. Tu's ja. Nicht, tu's nicht. Ja. Doch, doch, ich muss das schon wissen. Wow, wow. Wow. Ich bin offended auf so vielen Ebenen. Ja, komm, ich hab, was, wenn du wüsstest, was ich schon alles gemacht habe im Leben. Aber sind Sie Arzt? Oh, kann ich auch. Ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Was? Wie kann man denn ein bisschen Arzt sein? Naja, ich bin ja auch die gute Seele der Schule, das wisst ihr doch. Weißt du, Leute sind nur so ein bisschen. Merkt man ja auch an meinem Schnäuzelchen. Ne? Meine Tochter ist wirklich auch. Ich bin so stolz. Aber komm, jetzt. Er cremt dir irgendwas ins Gesicht. Ich habe eine Platzwunde! Ja, erstmal das Drumrum, ne? Und dann die Wunde. Also ich würde ihn auf jeden Fall genau beobachten, was der Typ macht, weil wir ja wissen, dass der in dem Kult drin ist. Ja. Oder dass er zumindest mehr weiß. Mhm. Ich was mache ich? Was mache ich überhaupt? Ich glaube, ich ja. Nee, ich preise mich zusammen, glaube ich. Ich muss mich, ich kann, ich glaube, aber ich muss auf cool bleiben. Oh, also ich muss mich schon sehr zusammenreißen gerade. Ja, dann mach das. Um das zuzulassen. Dann mach das. Oh. Und die gute Zoe darf einmal in den Abgrund blicken, bitte. Oh, nice. Okay. weil ich den Typen beobachte. Ganz okay. Genau, beobachtest. Ja, das. Was war das? Dunkel, oder? Ich glaube, ja. Mhm. Warte. Dann käme ich tagsüber auf eine 6.
Warum? Okay. Ich habe eine 6. Ich bleib nicht so cool. Okay, da ja der Abgrundblick kommen muss, bevor du irgendwie durchdrehst. Du beobachtest diese Szene wirklich ganz genau und du verlierst dich so ein bisschen dabei. Und dann bist du völlig verwirrt, was hier gerade passiert, denn du bist in einer Landschaft voller verdörrter Bäume und du siehst, wie viele Feen da sind und diese Feen, die müssen hart arbeiten, also wirklich hart arbeiten. Die ziehen gerade irgendwas und Schweres und du hörst die Peitsche knallen und ja, willst helfen wahrscheinlich, weil die sehen wirklich nicht gut aus. Und dann fällt dein Blick auf Personen. Hört man mich noch? Sieht man mich? Ja. Ich krieg dir gerade bei Zoom, ja. Die Internetleitung ist instabil. Also du hast ein bisschen Ruckler gehabt. Oh, aber der Stream ist weg. Nee. Ja, der Stream hat eben gehangen. Ach so, ja. Ja, der hängt auch, der ruckelt gerade. Ja, warte, dann aber, warten wir mal kurz. Sind wir noch zu sehen und zu hören? Ja, ja was? Ja. Ich glaube ja, weil er gesagt hat, hört man mich noch. Okay. Ja, also. Wir haben gerade alle gehangen. Ja, nein. Okay. Gut. Alle Klarheiten sind beseitigt. Danke, Wolfgang. Steht ja uns zu fragen. Ja, okay, also du siehst diese wirklich geschundenen Feen, die da irgendwas ziehen und du hörst die Peitsche knallen. Und dein Blick geht auf den oder die Peitsche knallen lässt. Und du siehst da eine sehr, sehr, sehr entschlossene Valerie in einer Uniform, die Peitsche schwingt. Und auf die Feen niederknallen lässt. Ich hab's nicht verstanden gerade. Alex, ja, du brichst dauernd ab. Ja, also dein Internet ist irgendwie sehr hakelig. Mhm. Also ich hab's gehört, dass das quasi die Peitschenschwingerin ist, Valerie in einer Uniform. Aber ansonsten problematisch. Mhm. Das Interessante ist dabei, dass Zoom läuft. Das heißt, es muss, das Stream läuft. Das heißt, das Problem muss irgendwie aus Zoom kommen heute. Spannenderweise. Ich habe überhaupt keine Paketverluste bei Zoom. Nicht im geringsten. Ja. Ja. Uns rauschst du auch nicht. Nee, ich rausch witzigerweise auch nicht, wenn ich mir das im Nachhinein anhöre. Keine Ahnung. Spannend. Genau, und du guckst, bist wieder im Jetzt. Und tatsächlich dreht er sich gerade so ein bisschen zu dir um und guckt dir strahlend in die Augen. Ja, was denn los? Du hast so einen komischen Laut gemacht. Und das ist der Moment, wo wahrscheinlich, weil er so ein bisschen wahrscheinlich die falsche Stelle in deinem Gesicht trifft. Ich pack die richtig fest, zieh die so weg und dann dreht er sich wahrscheinlich wieder zu mir hin, wenn ich das mache. Guck ihm so richtig eiskalt in die Augen. Nehmen Sie Ihre Wichsgriffel aus meinem Gesicht. Ich will einen richtigen Arzt. Und da ist vor allem eine 6. Ich habe noch keine Ahnung, was Sie da machen. Du hattest eine 6, ne? Ja. Du brichst ihm den Arm dabei. How did I do that? Aua! Aua! Oh, was bist du? Aua! Lass mich wieder los! Komm, Mara! Die Sekretärin hat den Mund so weit offen. Ich springe dazwischen. Das war keine Absicht. Ich wollte nur nicht, dass er mir weiter im Gesicht rumtanscht. Scheiße, tut mir leid. Warum bist du so? Oh, du bist völlig verrückt. Oh. Was stimmt denn nicht mit dir? Ich bin immer gut in meinen Schülern. Ich habe Probleme damit. Ich habe die Gehirnerschütterung. Das muss nicht sein. Sie kannte nichts dafür, es tut ihr furchtbar leid. Au, ja. Das werden wir noch besprechen. Au. Ich falle ins Krankenhaus. Ich habe keine Absicht. Kommst du in eine? Keine Sorge, wir rufen den Krankenwagen. Das ist gar kein Problem. Ich sage zur Sekretärin, dass sie am besten jetzt den Direktor ins Krankenhaus bringen muss. Jetzt brauchen wir wirklich einen richtigen Arzt hier.
Entschuldigung, tut mir wirklich leid, das war wirklich nicht beabsichtigt. Ich habe nur ein Problem damit, wenn Leute mich anfassen. Eine Träne rollt seine Wange herunter. Ja. Ich habe so ein paar, Oh. ich hab da so ein paar Traumata, vielleicht. Wir werden reden, mal bald. Ja, Und okay. die Sekretärin führt ihn raus. Und ihr seid allein in diesem Arztzimmer, nicht im Sekretariat. Möchte ich bitte betonen. Fuck, bist du in Ordnung? Mara, bist du in Ordnung? Nein! Nein, ich bin nicht in Ordnung. Ich habe unserem Krieg dort gerade die Hand gebrochen. Ja, passiert. Passiert das? Ja, ich weiß nicht mal, wo ich diese Kraft hergenommen habe gerade. Du siehst aus, als würdest du gleich in Ohnmacht fallen. Ich bin nur Sekunde. Und geht so auf Mara zu. Wir machen jetzt einfach mal eins nach dem anderen. Kannst du deine Mütze abnehmen und dann gucken wir mal, dass wir dich versorgt bekommen? Wir hatten alle einen Erste-Hilfe-Kurs, oder? Ich glaub, weiß nicht, ob ein Erste-Hilfe-Kurs da Ich noch. kann keine Wunde nähen. Ich bin auch echt gut mit Heißkleber. Shit machst du, Well? Also, wenn du mich umbringen willst, dann nimm Nein, irgendein Messer und stech zu, aber nicht so. ich meine damit doch einfach nur, wir können dich doch jetzt nicht einfach, du blutest ja immer noch. Und jetzt, Also, also, wartet mal, ich also hoffe. wühle in so einem Schubladenschrank und hier ist so ein Klebepflaster. Zeigt dir die riesige klaffende Platzwunde an meinem Kopf. Hey, aber Okay. da gibt's doch diese Klammerpflaster-Dinger, richtig? Ja, aber Dann eigentlich müsste such mal. das müsste wirklich genäht werden. Gibt's nicht einen Handarbeitsclub? Ich Ich bereue dachte, es gibt gerade sowas. sehr, dass ich das nicht selber abgehakt habe, das Thema. Aber wenn es einen Handarbeitsclub gibt, da gibt es ja auch Leute, die nähen können. Wir warten jetzt Ja, aber da einfach keine Wunden. auf einen Das richtigen ist doch quasi Arzt. das Gleiche, ob es Stoff ist oder Nein, Haut. ich glaube nicht. Also, meint ihr, da kommt jetzt eh den Krankenwagen und wir bringen dich einfach, können wir dich einfach bei einem Arzt vorbeibringen? Am richtigen. Also, ich gehe mal davon aus, dadurch, dass ich dem wahrscheinlich gerade wirklich die Hand gebrochen habe, kommt jetzt ein richtiger Krankenwagen. Und ich denke, der wird mich erstmal untersuchen, dann entscheiden die, ob die mich mitnehmen. Ja, und wie du sagst einfach, dass, ach, ganz ehrlich, du bleibst dabei, du hast erstens Traumata erlebt und zweitens hast du eine Gehirnerschütterung. Ich war verwirrt, es war der Schock und ich habe nicht ganz gerallt, wer mich Ja, du da hast gerade Schmerzen, deswegen behandelt. hast du stärker zugedrückt und du Ja, hast und wie gesagt, ich gehört. habe gar nicht verstanden, dass man mir helfen wollte, schon klar. Alles klar, passt. Ach, ich schreibe einfach selbst. Schon gut, Lilith holt ihr Handy raus und schreibt. Okay. Wegen sowas mal von der Schule geflogen. Weil du Ich jemandem wünschte den Arm ja, gebrochen hast? einem Lehrer die Nase. Ich wünschte ja, ich könnte von dieser Scheißschule fliegen. Ja, aber siehst mal so, hier sind wir wenigstens mehr als ein Freak. Also, Ich würde einfach nicht mehr auf die Schule gehen. du musst lauter reden, Ich flüster würde nicht ins würd Mikro. einfach nicht mehr auf die Schule gehen. Ich meine, keine Ahnung. Also du meinst einfach auf gar keine Schule. Du Mann, würdest jetzt einfach ich habe eher mittlere, in ihr Kloster fahren. mittlere Reife. Ich wollte nie Abitur. Was soll der Kack denn? Okay. Huh? Ja, Ich aber bin was nur ist, hier, weil wenn... meine Eltern die Schule bestechen und richtig viel Kohle zahlen, damit ich hier bleibe. Ich bin praktisch nicht rauszuschmeißen. Aber vielleicht reicht es jetzt. Vielleicht sind wir Okay, jetzt das aber perfekte Paar. hier kannst du was tun. Wir können weiterhin dafür arbeiten, dass hier nicht irgendwie Unschuldige sterben. So beschissen Das das hat ja klingt. bisher wunderbar funktioniert. Ey, wer weiß, wie es ohne uns gewesen wäre. Da wären es jetzt bestimmt noch mehr Tote gegeben oder so. Wenn wir Theas wahnsinnigen Ex nicht aufgehalten hätten und so. Aber wenn es mich. Ach, egal. Okay. Wenn ich damals vielleicht nicht mit dir abgehauen wäre, dann wäre vielleicht auch ganz vieles nicht passiert. Aber auch du hast es gut gemeint.
Das ist doch. Das ist Bullshit. Lass dir das nicht einreden vom Schulte. Lass dir da kein schlechtes Gewissen einreden. Ja, vom ich habe eh. Uns eh nichts einreden lassen. Nee, weil ich habe auch irgendwie das Gefühl, der lebt auch für dieses ganze Drama, das sich hier in der Schule entfaltet. Ich weiß nicht, vielleicht nährt er sich von Leid oder so ein Shit. Verwirrung. Mensch, und dann von Verwirrung. Ja, Weil von, das ist das, was er hauptsächlich hervorruft. Von mir aus auch Verwirrung. Wann kommt denn hier jetzt endlich jemand? Das ist echt nervig. Ja, gut, und ich habe jetzt nur irgendwelche komische Salbe in der Fresse, aber blut immer noch wie ein Schwein. Oh, guck mal, ich hab hier Schmerztabletten gefunden. Oh ja, Gepär. Was ist, wenn... Oh, ich mir drei, vier davon rein. Ich schau mal die Schubladen durch, was es hier gibt. Ich wollte einen Vorschlag machen, aber das ist jetzt egal. Also, ist kein Stress. Sollen wir sonst, weiß ich nicht, gibt es nicht noch irgendwie... Keine Ahnung, können wir irgendwas tun, so gerade? Was Keine tun? Ahnung. Ganz dumme Frage. Ich kann ja immer noch... Wenn du mich umbringst, ich stehe dann ja wieder auf. Aber du hättest ja theoretisch die Aufgabe von deinem Dämon erfüllt, weil ich wäre ja tot gewesen. Ja, sie muss uns ja alle drei töten, oder? Ja, aber dann hat er zumindest mich erledigt, ne? Ich kann ihn ja mal fragen. Hey, Dings! Und fängt so an, in den Raum reinzusprechen. Well? Wie sieht's aus? Wäre einer auch okay? Reicht's, wenn ich Mara töte? Bist du dann zufrieden? Lässt du mich dann in Ruhe? Vielleicht tun wir das auch Well einfach nicht an, dass sie jemanden tötet, selbst wenn die Person zurückkommt. Ja, okay. Ich will einfach nur keine Schmerzen mehr haben. Ehrlich, es geht mir ziemlich auf den Sack. Ich versuche trotzdem immer noch meine Großmutter anzurufen. Das ist so lieb. Keine Chance. Lilith! Woher kommt diese Stimme? Aus deinem Telefon. Achso! Das ist deine Oma! Sie ist in der Warteschleife noch 17 Minuten. Was? Granny, geht's dir gut? Was ist das für eine Frage? Ja, warst du in letzter Zeit mal hinter dem Schleier? Nein, ich wurde gewarnt. Ja, vor? Es hat sich alles verändert, mein Kind. Ja, das habe ich selbst gesehen. Und wenn ich nochmal zurückkehre, werde ich sterben. Was? Warum? Oh Gott. Mein Einfluss, sie hat Angst. Diejenige, die jetzt auf dem Thron sitzt? Ja. Weißt du, wer das ist? Oder was sie ist? Nein, sie kam aus dem Nichts. Sowas hatten wir noch nie in unserer ganzen Geschichte. Sie kam aus unserer Schule. Aus eurer Schule. Und soweit ich weiß, war sie auch vorher keine Fae. Und alles ist da am Sterben, Granny. Es sieht alles, es ist schrecklich, es ist kalt und die Bäume verlieren ihre Blätter und die Erde ist wie tot und alles war da schön und jetzt ist alles tot. Und wie könnte ich das denn aufhalten? Was könnte sie denn sein? Hier ist mein Flügelchen, ich fühle mich so schwach. Oh. Oh, aber warum? Seit wann? Seit einigen Tagen. Ich. Ich kann es nicht erklären. Ich habe noch nicht gehört, dass jemand spontan zu einer von uns werden und dann noch etwas ganz anderem. Es müssen. Alles, was wir tun, hat irgendetwas mit Emotionen zu tun, mit Freude, mit Leichtigkeit. Das weißt du doch. Ja. Ich weiß nicht, was mit diesem Mädchen oder dieser Frau passiert ist. Granny, halte durch, wir halten die auf. Okay. Ich vertraue dir. Ich bin stark für dich und für uns alle.
Pass auf dich auf, okay? Okay. Oh Gott, meinst du, Mom geht's auch schlecht? Wo ist sie? Zu Hause. Ja? Ich hab angerufen. Es ist keiner da. Okay, Granny, ich muss Schluss machen. Halt ist, durch, okay? Ja. Du bist stark, mein Kind. Ja. Ich leg auf und wähle hektisch die Nummer meiner Mutter. Oh, fuck, was ist denn? Welche schlechte Nachricht ist es jetzt? Was ist los? Gut. Ja, geht keiner ran. Lilith? Ja, also während ich mir das Telefon die ganze Zeit ins Ohr halte und warte, dass jemand abnimmt. Also meine Großmutter geht ganz schlecht und sie sagt, das liegt wahrscheinlich daran, was Rita aus meiner Welt gemacht hat. Und meine Mutter geht nicht ans Telefon, verdammt nochmal, die ganze Zeit schon nicht. Er hatte eben auch eine super seltsame Vision wieder, als der Direx Mara verarztet hat, kurz bevor Mara ihm die Hand gebrochen hat, habe ich irgendwie gesehen, ja, verarztet, ich weiß, ja, whatever, habe ich halt irgendwie gesehen, dass in irgendeiner verdörrten, so eine so postapokalyptisch mäßige Welt lauter Feen, nehme ich an, also es waren halt sowas wie Menschen mit Flügeln, versklavt waren und arbeiten mussten und es klingt jetzt blöd, das zu sagen, aber Val stand da in irgendeiner Uniform und hat die mit der Peitsche angetrieben. Was? Es ist nur eine Vision, teilweise sind die super weird, die Visionen, die wir hier haben, aber... Aber, ja, aber das ist das, wofür Rita Val benutzen will. Ja, das vielleicht flüchtig. Ach du Scheiße! Also... Dann sind wir doch wieder bei, wir tauschen ein Übel gegen ein Schlimmeres ein. Aber die Frage ist immer noch, ich meine, Mara, du verlierst eine Gesundheit, einen Schaden. Dann bin ich tot. Nein, du verlierst den Schaden. Ach so, ich verliere den Schaden? Ja, und deine Blutung ist deutlich weniger geworden. Okay. Also ja, sehr schnell jetzt, ohne dass jemand irgendwie was tatsächlich verbunden hat. Du glaubst einfach, wie Schmerzmittel. Krieg ich an dieser Salbe, die der mir ins Gesicht geschmiert hat, ob die... Irgendwie nicht, also ist zumindest nicht dieser ganz normale Geruch. Ein bisschen kannst du nicht deuten, ganz skurril. Mir geht's plötzlich erstaunlich besser. Inwiefern? Und ich bin mir nicht sicher, ob es die Schmerzmittel sind. Oder aber zeig mal deine Wunde. Die Blutung hat aufgehört, meinst du? Oder ist es sehr viel weniger? Ja. Sie fast so ein bisschen an den Rändern schon so, ja, genauso zugekrustet. Aber noch nicht komplett halt. Das ja noch, aber es. Als wäre. Ja, aber ich meine, letztendlich, also ist es. Das kann ja auch einfach was mit deinen. Quasi. Nein. Glaub mir. Nein. Also ist es dann die Salbe vom Haus, vom Direx? Vielleicht ist der Direx ein Wunderheiler. Es ist echt. Der Direx ist genauso weird wie alle hier. Mhm. Okay. Und ich habe ihm jetzt den Arm gebrochen. Rausfinden, wer die schlimmen Weirden sind. Weil wir müssen zwei Leute umbringen: den Hausmeister und Rita. Boah, können wir das hintereinander machen? Und denkst du, den Hausmeister zu töten, löst das Dämonenproblem? Weil ich meine. Wenn das ein Dämon ist, also so was ich jetzt über, keine Ahnung, mir so denke über Dämonen, ist, dass die sich nicht so leicht umbringen lassen wie Menschen. Was hat denn der Schulze gesagt? Ja, Nixter hat nicht gesagt, dass sie den Hausmeister umbringen sollen. Er hat gesagt, entweder Val muss das tun, was der Hausmeister von ihr will, oder sie muss einen anderen Pakt eingehen, oder sie muss sterben. Ja. Cool. Damit. Genau, also das heißt, sie könnte ihren Pakt loswerden, wenn sie ihn beendet quasi, also. Aber das kommt halt darauf an, wahrscheinlich, was es für ein Pakt ist. Also, ob man ihm für. Also, dass er sie von alleine fallen lässt. Ich glaube, das machen die nicht so gerne. Nee. Die behalten die Seelen, die sie eingesammelt haben, schon ganz gut gerne so. Val wird's was bringen? Also, was heißt, sie wird's was bringen, aber. Sollen wir ihn mal zu viel konfrontieren oder meinst du, das bringt nichts, weil er dich dann nur gegen uns schickt? Ich,
Ich weiß nicht, ob das überhaupt geht. Ich habe keine Ahnung, ob er dafür für sowas bereit ist oder offen ist oder ob er einfach. Ich. Er Hab will doch, keine dass Ahnung. wir sterben. Ja, und ich meine, er hat zu dir gesagt, dass es Zeit wird, dass eine neue Serienkillerin durch Salem läuft. Ich meine, das klingt nicht gerade vielversprechend. Nee, Nö. es klingt nicht, als wäre er logischen Argumenten aufgeschlossen. Und als ob es vielleicht Genau. auch noch nicht zu Ende ist, wenn Val uns umgebracht hat. Wer weiß, wer da noch alles kommt. Wisst ihr was? Das Kloster. Was ist mit dem Kloster? Das scheiß zeitfressende Kloster. Ja, aber vielleicht könnt ihr uns helfen. Keine Ahnung. Dämonen, Kloster, Kirche. Ich bin nicht religiös. Ich kenne mich ja nicht aus. Ja. Weißt du was? Wir haben genug weirden Shit gemacht, dass ich sage, okay, let's go. Ja, lass uns kurz ins Kloster gehen und fragen. Allein um Alex' Gesicht zu sehen. Hab mit allem gerechnet, aber nicht, dass ihr heute Du, ins Kloster gehen aber du hast die wollt. Session mit dem Kloster eröffnet. Ja, ich weiß, trotzdem habe ich mit allem gerechnet, aber nicht, dass ihr freiwillig beschließt, dahin zu gehen. Das verreitet. Wir haben halt nicht sehr viele andere Optionen Wir sind gerade. halt wirklich komplett, ja, komm, wir sind komplett lost, weil was sollen wir denn Genau, also machen jetzt? Schulze haben wir irgendwie schon gefühlt 50.000 Mal um Hilfe gefragt. Jetzt gehen wir mal wieder zu diesen zeitfressenden Mönchen. Die habe ich ja nur Ja, letztes Mal Mann. fast zusammengeschlagen. Let's go. Und Let's go. Val wird bestimmt auf jeden Fall wieder diesen Cold Turkey durchleben wollen. Das war letztes Mal schon so schön. Die ist doch jetzt wieder von zu. Ja! Alter, die ist Okay, so aber gut. ganz klar, wir gehen nicht wieder in diesen Keller rein, weil sonst kommen wir da in der Woche nicht raus. Das wäre aber auch nicht so schlimm. Doch, 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 ich muss die Feywild retten. Ach so. Ja, also Wie irgendwie. wollen wir das nochmal machen? Wir Ja. töten Rita. Wir töten Rita, wir töten den Hausmeister und am besten töten wir dann auch noch Schulze und dann. Ich möchte jetzt Was? mal ganz kurz Keine Ahnung. Ich als eine weiß nicht mehr, Person, wer die hier auf immer unserer noch Seite damit ist. klarkommen muss, dass ich jemanden getötet habe, vielleicht sollten wir das nicht ganz so sehr auf die leichte Schippe nehmen, dieses Wort, wir töten den und dann diejenigen. Aber Also, die du. wenn der Hausmeister ein Dämon ist, okay. Aber was ist Rita? Kann man sie irgendwie quasi vielleicht noch retten oder sowas? Ich habe keine Ahnung, aber meine Oma stirbt gerade und meine Mutter ist Ja. verschwunden. Wirkt Rita so, als ob sie Rettung braucht? Nein. Rita wirkt so, als ob sie sehr happy mit ihrer Situation ist und mit ihrer Macht. Okay, So wie aber das ja, wo klingt. kann die denn diese Macht herbekommen haben? Wenn du sagst, deine Oma sagt, die kam von außen. Warte mal. Hat Rita nicht mal sowas gesagt wie irgendwie, irgendwer hat sie dazu gemacht? Wer hätte denn die Macht? Ein Dämon. Ein Dämon. Keine Ahnung, vielleicht. Nein, ich glaube eher so die. Ich weiß nicht. Irgendwas ist in dieser Schule. Ich habe so das Gefühl, irgendwas an dieser Schule verändert die Leute und macht sie zu. Nein. Ja, aber vielleicht müssten wir diese Stelle finden, die den Leuten diese komischen Kräfte gibt. Ja, Moment, Vielleicht also sollten wir ich war ein einfach Freak, mal. bevor ich hergekommen bin. Vielleicht sollten wir. Ich auch. Ich Vielleicht sollten auch, wir aber. einfach mal den Schulleiter in die Mangel nehmen. Weil ich meine, es ist seine Schule. Okay, ich habe ihm gerade den Arm gebrochen, aber vielleicht hat ihn das ja schon mal so im Grunde her eingeschüchtert. Vielleicht sollten wir den mal in die Mangel nehmen. Aber dieser Mönch damals, der hat auch gesagt, dass es sowas, so ungefähr, sowas hat schon vor langer Zeit Was? auch mal gegeben. Oder hat er nicht immer so Andeutungen gemacht? Hat er. Ja, keine Ahnung, die Schule heißt Salem. Das kann echt viel heißen. Ich Ach. bin dafür, dass wir mit dem Schulleiter reden. Okay. Wo ist denn der überhaupt hin? Mach mal Rita die muss Tür zum noch Krankenhaus. arbeiten. Also, Rita ist auf jeden Fall nicht mehr bei Tim. Und sie will eine Nekromantin spielen, ist klar. Warte mal. Das sagt einiges aus. Okay, wie wäre es denn, wenn. Ich versuch mit Tim zu reden. Oder wir alle, wisst ihr was? Nein, wir alle machen Dinge gemeinsam. Ich will nicht nochmal allein. Nein, wir schüchtern jetzt den Schulleiter ein. Ich habe keinen Bock mehr. Ich will jetzt Antworten haben. Aber Und wenn einer wieso? Antworten hat, dann hat es der Schulleiter. Aber der ist nicht alleine, der wird jetzt irgendwie mit einem Wir sorgen dafür, dass wir den unter Eben waren wir uns doch zehn eigentlich mit Augen ihm sprechen. ins Kloster. Das hat kein. Das,
Okay, lass uns mit dem Schulleiter reden. Kloster ist für mich so Notfallplan, falls wirklich gar keiner nicht. Aber ich meine, wenn eine Antwort hat, dann der Schulleiter. Weil ich meine, der muss das alles gecovert haben. Alles, was hier passiert, muss er. Ich habe den in meiner Vision damals gesehen, in so einer Kutte mit den ganzen anderen Kultisten. Ja. Und erinnert ihr euch an dieses komische, was uns alle eingehüllt hat, als dieser Tag und diese Nacht zu Ende ging damals, diese schreckliche Nacht, da war doch diese Musik und das war doch beim Schulleiter in seinem Haus. Nein, das haben wir nicht mitbekommen. Das hat keiner von uns mitbekommen. Nee, das war nur für uns ein Fade-out. Ja, das haben wir nicht mitbekommen. Wir haben nicht die Musik gehört. Wir waren im Wald noch. Wir haben nicht die Musik gehört. Ich dachte, wir hätten das alle, wir hätten das als Vision gehabt. Das war einfach, was Alex quasi als Fade-out erzählt hat nur. Okay. Davon wissen wir gar nichts. Aber, ne, ich habe jetzt dieses komische Ding mit der Salbe. Wir wissen, dass bei Mare irgendwas komisch ist. Reicht mir und er ist der Schulleiter. Das ist okay. Mare ist wie wir. Ja, Mare ist ein Freak wie wir. Eben. Dann glaube ich nicht, dass er ein Kultist ist. Dann wird er Antworten haben. Also zumindest nicht jemand, der alle wirden Schüler innen umbringen will. Okay. Gibt es diese Salbe noch, die dich so spontan geheilt hat? Nein. Verdammt. Okay, ich mach mal die Tür auf zum Krankenzimmer und guck mal so raus, ob ich irgendwie was mitkriege. Irgendwie, ist da der Schulleiter, wo ist der hingegangen, ist da irgendwie, weiß ich nicht, Aufruhr draußen. Aufruhr ist gut. Keine Ahnung, dass irgendwie, dass sich irgendjemand um den halt kümmert oder dass da kennenlernen oder so ein paar von anderen Lehrer da draußen rumstehen mit ihm oder irgendwas, keine Ahnung. Na, tatsächlich kommt er gerade wieder, ja, pass auf, ihr habt so lange gequatscht, er kommt gerade wieder mit so einer leichten, so einer Art, wie nennt man das, nee, nicht Schiene, sondern er hat so ein Benzel um den Arm. Schlinge. Genau. Und guckt so ins Nichts. Wir wollten reden, nicht wahr? Mara. Ich wollte mich entschuldigen und ich dachte, vielleicht können wir alle mal so unter 10 Augen mit ihnen reden. Weißt du, Mara, ich bin wirklich der Delfin im Haifischteich, nicht? Aber ich weiß nicht, wie ich das erklären soll, ohne einen Verweis. Ist kein Problem. Kann ich voll nachvollziehen. Ja. Aber ich würde trotzdem gern mit Ihnen. Wir müssen mit Ihnen reden, das mit dem Arm war voll der Unfall. Und das mit dem Schulverweis, das geht halt auch gar nicht. Mara hat eine Gehirnerschütterung gehabt, stand unter großen Schmerzen. Die hat sie ja nicht angegangen. Sie hatte Schmerzen und hat versucht, was dagegen zu machen. Das können sie nicht einfach behandeln wie jede andere Person, die jemandem den Arm bricht. Das war ein Versehen, das war ein Unfall. Und ich finde, das sollte genauso auch. Und ich habe so heftige Traumata. Aber ich habe ja doch nur Gutes getan. Sie haben vielleicht was Gutes gemeint, aber einfach anfassen. Irgendjemanden, wie sie es so gerne tun bei ihren Schülerinnen, ist halt einfach mal eine beschissene Sache und es können halt... Alles. Herr Peters, der hat es gut gemeint. Herr Peters, können wir einmal in Ruhe mit... wir müssen mal mit Ihnen reden, wir haben so ein paar... Gewalt, versprochen? Nein. Keine Gewalt. Wer guckt so, ja? Nur mich schwer, Dinge zu versprechen. Also ich habe nur gesagt, ich verspreche nicht, dass es keine Gewalt gibt. Hast du das wirklich gesagt? Er hat das überhört. Na gut, kommt in mein Zimmer. Okay. Moment, Zimmer oder Büro? Wichtiger Unterschied, die Rex. Die Schüler von heute. Natürlich mein Büro. Was soll ich denn? Es ist doch alles egal. Ich weiß nicht, wie ich diesen Tag. Ich hoffe nur, mein Delfinchen kriegt nichts davon mit, von all dem, was hier heute passiert. Ich glaube, ihr Delfinchen weiß schon viel mehr als sie an. Sie ist so eine liebe Seele. Und deshalb brauchen wir ihre Hilfe. Ja, wir haben auch blauäugig.
Er macht auf und ihr geht in das Büro. Wir haben also ein paar Fragen. Vielleicht. Und so ein paar Dinge, die uns umtreiben, schon Ich hätte seit. so gerne ein paar Noten gespielt, aber es geht nicht mit nur einem Arm. Das kann ich nicht. Ja, Ich gucke zu bitte. dem Klavier. Das ist ein Es heilt Ja, ja das gab es wieder. so noch nie, glaube ich. Nicht seit Wo, ich hier ja, bin. das, Ja. da haben Sie Was ist denn recht. los Und jetzt, wir. Mädchen? Nun komm doch mal, erzähl doch mal. So ein bisschen planlos zu Lilith und Zoe und also, wie waren wir denn jetzt damit an eigentlich? Also, Also, es passieren hier komische Dinge. ich bin Ja. dafür, Sie entlassen den Hausmeister. Das fänden wir alle sehr gut. Und überhaupt, wo kommt er eigentlich her? Ja, das wäre eine wichtige Frage, ehrlicherweise. Warum haben Sie den eingestellt? Habe ich nicht. Wissen Sie Er war zufällig? schon da, als ich da war. Ich glaube schon Ach so, der seit gehört 20 quasi zur Jahren. Schule. Ja, das ist eine gute Seele. Auch wenn seine Okay. Arbeitszeit für die Woche schon rum ist, er arbeitet weiter, wenn was kaputt ist. Ja, wir haben da so ein bisschen andere Erfahrungen gemacht mit dem Oh, Hausmeister. nein. Ja. Was ist Ja. kaputt und was macht er nicht? Er macht mich Er lässt kaputt. Valerie nicht in Ruhe. Ja. Ach, Hallo, ich bin übrigens kann. Valerie. Ich glaube, wir kennen uns auch nicht so. Na klar, ich habe dich doch aufgenommen auf dieser Schule. Ich weiß, aber ich bin, ne, Gesichter und so. Naja. Ja. Es Jeder einzelne Schüler, der hier ist, den kenne ich gut, weil ich auf ja. euch aufpasse, meine Lieben. Tun Sie das, Ja, dann aber. müssen Sie das besser machen. Dann müssen Sie das wirklich, dann müssen Sie da wirklich noch ein bisschen mehr Ihre Augen drauf haben. Nichts für ungut, aber hier passieren echt schlimme Dinge. Ich meine, wir allein gucken Sie sich uns mal an, wie wir aussehen. Keine Sau hat das mitbekommen. Ja. Und außerdem sind hier vor ein paar Wochen lauter Schüler gestorben und es Ja. wurde unter den Tisch gekehrt. Ja. Er wird kreidebleich. Ja, Bitte. genau Oh das. nein. Was ist mit Doris? Und Was was ist mit ist mit. Doris? Warte, wie hieß denn Ja, was ist mit Daniel? Was ist mit. Ja, und Daniel. Daniel ist noch weg und. Warte mal ganz kurz, ich muss mich einmal besinnen. Lilith, du warst genau deswegen bei der Psychologin, ne? Nee, Nee? weil ich meinen Ex-Freund gestorben. Ja. Aha. Nee, aber Der ist noch. wer? Habe ich Der nicht ist noch irgendjemand von euch gestorben. zur Psychologin geschickt? Oder wart ihr das? Nee, ihr nicht, ne? Irgendwie, Nee. nee, wegen diesen Behauptungen? Irgendwie ist mir so, aber dann tausche ich mich Nee. auch. Ist länger Glaube her. ich. Okay. Es sind mehrere Schüler gestorben. Hier auch diese. Ich kann für zwei Dinge sorgen, meine Lieben. Das erste ist, ich habe eine gute. Dieses Wort macht mich fertig. Herr Peters, Psychologin. Na, Mara. ich Jetzt habe rede ich. die Leiche Jetzt einer rede ich. Mitschülerin auf Psst. dem Gang gefunden. Ich Ich selber kann mit gerne eigenen dafür Augen. sorgen, dass ihr auch in unserem wundervollen Austauschprogramm aufgenommen werdet und noch ein paar Wochen oder Monate woanders verbringt. Vielleicht noch ein extra Okay. Jahr. Das ist überhaupt kein Problem. Alter, Was ist Ihnen okay, so? das ist eine Absolut. Drohung. Alter, Kumpel, also sorry, Was ist Leichen, was ist? bin, also weißt du was, und ich greife nach seinem Arm. Wisst ihr was? Dings, liegt noch hinten im Gebüsch. Gesunden oder den Da, kaputten? den gesunden Arm. Dings liegt doch noch Also. im Gebüsch. Wir zeigen ihm jetzt einfach den Informatiker, die Leiche von dem. Die liegt nämlich noch da hinten. Ihr habt Vielleicht jemanden glauben Sie uns ja getötet? dann. Nein, nicht Ihr wir, aber Herr nicht? Schulze. Nicht wir. Bist du sicher, dass der noch da ist? Ich habe keine Ahnung, aber zur Not. Aber Hilfe das Blut. vielleicht. Vielleicht. Ja, Sie, dann was, sie wissen abgesehen doch, davon. sie wissen doch mehr. Das ist. Ja, Sie sind der Schulleiter. Sie wissen genau, was in dieser Schule passiert. Ich meine, ich hab eine tote Mitschülerin gefunden und niemand redet darüber. Und alle tun so, als ob das nie passiert wäre. Ich Ich habe meine, sie in diesem Kult gesehen, dieser Kult, der Leute versucht hat umzubringen. Mit Kutte und. und irgendwie hängt der Herr Schulz auch drin. Aber ihr wart doch im Entzug, meine Freunde, meine Mädchen. Und Das was hat nichts mit macht Drogen zu Also ich tun. war in keinem Entzug, warum auch immer. Nein? Abzug. Und so natürlich. Ich war Ich in keinem dachte, es Entzug. ist viel leichter für dich, wenn die anderen dabei sind. Ey. Ich war im Entzug nicht Oh, da dabei. ist Ich was schief. Ja, ich weiß. Ja, ich war weiß. Da ist wirklich was. Ach Mann, es ist mir alles. Was ist denn jetzt hier los, Mann?
Was sollen denn diese Sachen machen? Sollen die dafür sorgen, dass wir uns nicht erinnern können oder so, genauso wie der Rest warum, sich ja, nicht warum erinnern kann, erinnern dass wir es uns Tote und der gab? Rest nicht? Das ist auch die Frage. Und was ist mit ihrer Tochter? Machen Sie das alles, um Ihre Tochter zu schützen? Okay, wir erzählen ja nichts davon, aber reden Sie, verkaufen Sie uns nicht für dumm wie alle anderen. Wir versuchen hier Leben zu retten. Ich gehe mal zum Klavier. Und wenn es nur unser eigenes ist. Oder wie auch immer. Das versuche ich auch. Aha. Was bedeutet das? Dass Sie unter Druck gesetzt werden? Dass ich versuche, meine Tochter zu beschützen. Aber das kann doch nicht zum Preis von allen anderen dass ich hier euch gehen. alle versuche zu beschützen. Das funktioniert aber anscheinend nicht besonders gut. Nein, gerade ist das totale Chaos ausgebrochen. Jetzt andere Frage, es von wem geht wollen Sie zu uns denn schnell beschützen? Diesmal. Was heißt Diesmal? Was? Was heißt Ich kann diesmal? es nicht nochmal rückgängig machen. Was denn? Was? Rückgängig machen? Was? Ihr seid Haben zu, Sie das gemacht ihr vor seid dem zu Krieg? laut, ihr macht zu viel Ärger. Ja, Es dann reden. geht nicht so. Dann muss uns vielleicht einfach mal jemand erklären, was hier los ist. Dann haben wir, wenn damit wir keinen Grund mehr haben, laut zu sein und Ärger Wir zu werden doch machen. angegriffen, nur deshalb Ja. machen wir Von, den Ärger. Also, wer, vor wem wollt ihr uns, wollen Sie uns überhaupt beschützen? Also, wer will uns was tun? Die Warum? Welt. Die Welt. Aber hier Danke. ist Diese es nicht. Schule ist so besonders. Und ihr lauft hier hindurch wie durch ein, mit einem Bulldozer. Ja, weil. Also ehrlich gesagt versuchen wir nur unser Leben zu retten. Ja, und ganz im eigentlich. Ernst, ich. Er guckt zu Liz. Ich weiß nicht, was mit dir ist. Ich habe keine Ahnung, was in deinem Leben passiert ist oder schiefgelaufen ist. Das ist hier der Hausmeister oder irgendetwas. Das gehört nicht zum, zur Schule oder. Aua, mein Arm. Oder irgendetwas. Der Was hier zu Hausmeister tun ist ist. ein Dämon. Können wir jetzt mal Klartext reden? Der Er Hausmeister kann ist kein ein Dämon sein. verfickter Wir sollen Dämon. ein Dämon an dieser Doch, Schule doch. sein. Nee, nee. Der Haus, ich kann Ihnen sagen, warum. Der Hausmeister ist nämlich ein Dämon. Das weiß ich, weil ich meine Seele an ihn verkauft habe. Ja, das war eine dumme Idee. Da müssen wir nicht drüber reden. Aber auf jeden Fall ist das der Fall. Und eben, auf jeden Fall wollte er, dass ich diese drei hier umbringe. Und ich habe ihnen wehgetan, weil er hat mit mir eingefallen. Und er ist auf jeden Fall ein Dämon. Und er ist auf jeden Fall böse. Und sie beschützen mich auf jeden Fall nicht davor. Und ich bin schon 7-mal gestorben. Das weiß ich. Das auch. Jedes einzige Mal weiß ich. Das wissen Was? Sie. Was? Warum? Buchführer. Dann wissen Sie auch, dass Doris tot ist. Oder ist sie überhaupt tot? Und was ist mit Rita passiert? Keine Ahnung, was mit Rita passiert ist. Aber ja, Doris ist tot. Wie kann es dann sein, dass ich sie noch, dass sie noch da ist? Und wie kommt es, dass alle denken, sie ist irgendwo im Ausland oder weg oder was auch immer? Und niemand wundert sich, dass der Kontakt abgebrochen ist. Es und hat, was mit den ganz ganzen kurz, anderen es hat gekommen? keiner einen Faden zu ihm, ne? Von euch? Nö, nope. zum Nope. Direkt nehmen. Nee. Nope. Nope. Ich gehe jetzt zu diesem Hausmeister, den ihr meint. Von dem ich dachte, dass er ein guter Freund ist, der hier viel Gutes tut. Und ich werde diese Sache klären. Moment mal, vielleicht ist dieser Hausmeister einfach besessen von diesem Dämon. Ja, genau. Vielleicht ist es einfach, früher war der normal und dann. Sie scheinen ja schon mehr darüber zu wissen als wir. Wir finden das alles gerade neu raus. Ich meine, wir haben dadurch, dass wir miteinander geredet haben, überhaupt erst rausgefunden, dass es sowas gibt. Ja, so also, funktioniert Moment, das. Eine andere Frage. Ja. Sind Sie ähnlich wie der Schulz irgendwie besonders, dass Sie auch besonderen Schutz haben, nicht, dass der jetzt Ihnen was tut? Den Schutz kann ich nicht wieder anrufen. Denn ich Was? bin stark. Hört ihr? Oh. Ja, ich einfach wünschte nur mir so das stark, stark ein. im Sinne von, yay, Chaka, wir schaffen Dann das, müssen oder Sie mir was? helfen, Rita aufzuhalten, weil Rita, wenn Sie wissen, was wir das alle ist die sind, dann gute wissen Sie, dass Rita. ich. Sie bringt gerade meine Oma um. An der Schule? Irgendwie. Was macht deine Oma an der Schule?
Nein, aber... Mich interessiert diese Schule. Ich kann mich nicht um die ganze Welt kümmern. Ich will einfach nur... Aber ich bin an dieser Schule und meine Mutter und meine Oma sind, keine Ahnung, in Gefahr, weil Rita irgendeine böse Fee geworden ist. Die Tür geht auf. Ist vom Sekretärinnenzimmer. Also so ein kleines Klopfen geht auf und der Sekretär guckt rein. Er guckt hoch. Ja, nee, wir brauchen noch 5 Minuten, bitte. Ich bin gleich da. Oh, nicht der Arm. Ich bin gleich da bei meinem Termin. Alles gut. Die sind nicht mehr. Alles hat sich geklärt. Es gibt keinen Schulverweis. Können das wieder auf. Ich hab's mir anders überlegt. Ich kläre das. Dann geht die Tür Doch, zu. Ich will diesen verfickten Schulverweis. Alex, ganz kurz. Hat er jetzt einfach die ganze Zeit mit uns ohne norddeutschen Akzent geredet? Oder hast nur du? Nein, natürlich hat er das. Also der hat einfach ohne Akzent. Ja, ich wusste nicht, ob du es einfach vergessen hast. Ich vergesse doch nicht meinen norddeutschen Akzent. Okay, wow. Ich möchte diesen Schulverweis. Ich will hier weg. Das ist eine Irrenanstalt. Kinder wie du sind verloren alleine in der Welt. Auch wenn sie erwachsen werden. Verloren in der Welt. Du findest hier Freunde, die dich für Leben unterstützen werden. Und vielleicht hast du sogar die Chance, aus deinem Schicksal, von dem ich keine Ahnung habe, wie es passiert ist, da rauszukommen, ein normales Leben zu leben. Wir haben den wichtigsten Menschen, mit dem ich die engste Beziehung aufgebaut habe, seit ich das erste Mal, oder vielleicht sogar, dem ich die engste Bindung meines Lebens aufgebaut habe, haben sie mir weggenommen. Und sie erwarten allen Ernstes, dass ich hier jetzt weiter sitze in dieser gottverfickten Schule, und der ich nie sage, und nichts für ungut, Zoe, Lilith und Belle, ich mag euch wirklich, aber das soll mein Lebensinhalt jetzt sein, ja? Ich bin jetzt an dieser verfickte Drecksschule gebunden. Hast du jemals überlegt, dass sie freiwillig gegangen sein könnte? Das würde sie nicht tun. Nicht ohne mich. Mm-mm. Mm-mm. Vielleicht hättest du es für dich getan. Weißt du, so wie jeder immer der Meinung ist, er weiß, was das Richtige für die anderen ist. Aber sie ist da in diesem Kloster. Sie hasst dieses Kloster. Ich kann sie doch spüren. Vielleicht bereinigt sie es. Das heißt leider nicht, dass das andere nicht auch wahr ist. Vielleicht kann sie wiederkommen und es geht ihr gut. Es geht euch gut. Vielleicht findest du dich. Alle reden immer darüber, dass ich mich finden muss. Mir egal, ob du dich findest. Was heißt das? Was heißt das? Ich soll schwach sein? Stark. Ich bin nicht stark. Ich war nie stark und vielleicht soll ich auch gar nicht stark sein. Das ist Bullshit, Mara. Du bist stark. Und ich verpasse ihren Zustand. So, ich mach das jetzt einfach. Bam. Zack. Ich hab jetzt den Zustand. Du bist jetzt stark. So. Eine starke Persönlichkeit bist du. Waff. Ja, das ich streiche ein meiner P zu dir. Toll. Starke Persönlichkeit. Klasse. Wie soll ich das denn jetzt bei Aufbrausen und Bulli? Na toll, okay. Na ja, gut, kann man ja. Passt eigentlich, ja. Ja, mein Zustand ist immer noch außer Kontrolle. Ja, Aufbrausen und Bulli. Ich springe, ich stehe auf, ich saß auf dem Griff, ich stehe auf, ich muss über einiges nachdenken. Mich interessiert dieser ganze Scheiß nicht mehr, weil hier kein Mensch Klartext redet. Sie nehmen mir jetzt auch noch den Gedanken, oder haben jetzt auch den scheiß Gedanken ins Ohr gepflanzt, dass Thea freiwillig gegangen sein könnte und mich hier in diesem Drecksloch zurückgelassen hat. Ficken Sie sich einfach. Und ich drehe mich auf der Stelle um und verlasse das Zimmer. Und geh auf mein Zimmer. Okay. Nee, ja, was sie sagt, nee, bis später. Ich geh auf den Dachboden, okay. Wo ich mich das erste Mal mit Thea zu dem Ritual gegen den Busfahrer getroffen habe. Immer noch, was sie sagt, ich gehe auch raus und warte aber direkt vor der Tür. Gehst du ihr nach? Ich warte direkt vor der Tür. Ja, du siehst mich so richtig wegstapfen. Und dann geht sie doch hinterher. Okay. Lilith starrt so Gedanken verloren aus dem Fenster und dann kommt sie mit euch mit raus. Tief in Gedanken. Okay, also das heißt, sie reden jetzt mit dem Hausmeister. Ich werde das klären.
Dann solltet ihr recht klären. haben, ist meine Schule. Ja, aber können Sie denn etwas gegen den machen? Ich bin sehr stark, weißt du. Er hat Well dazu gebracht, dass sie uns umbringen wollte. Deswegen hat Mara die Platzwunde und Lil die gebrochene Nase. Das ist nicht einfach nur irgendjemand. Der ist mächtig. Vielleicht ist er mächtiger. Passt nur bitte auf. Nicht jedes dieser Kinder hier, und ihr wisst es, die meisten nicht, sie sind nicht wie ihr. Sie dürfen es nicht erfahren, was hier gerade los ist. Ja, aber wir ja, können meinen auch nicht Sie, einfach, wir was sollen wir laufen denn rum tun? Und Wir können uns jetzt auch nicht einfach still in ein Zimmer setzen, wenn so Dinge passieren wie Hexen, die jemanden verfluchen, Mitschüler, die jemanden von uns umbringen wollen, eine Mitschülerin, die einen Dämonenpakt hat, eine andere Mitschülerin, die anscheinend irgendwie es geschafft hat, die Feenwelt zu übernehmen und dort jetzt alle Feen Aber das, ich umbringen. weiß doch nicht, was es mit einer Feenwelt auf sich Ja, hat. aber was sollen wir denn machen? Einfach die Finger in die Ohren stecken und Okay. Ich ignorieren? Habe einen Vorschlag. Wir versuchen, dass keiner mitkriegt von den Normalen, was wir sind. Und Sie helfen uns mit dem Hausmeister. Ja. Okay. Ja, wir halten weiterhin Mund geschlossen. Wir sind keine Superfreaks, Wir zeigen sondern nichts. völlig normale, emotionally unhinged Teenager. Keine Ahnung. Er nimmt die Schlinge ab. Und ihr Arm war auch nie gebrochen. Oh, ist haben schon Sie noch wieder was von geheilt. Dieser Doch, Salbe? natürlich war er das. Aber ja, ist wieder geheilt. Okay, Nein, ist er natürlich. Ich bin nicht. überhaupt nicht verwundert. Ist er nicht. Ich habe ein anderes Schmerzgefühl. Aber ja. Wenn ihr meiner Tochter von diesem Gespräch auch nur ein Wort sagt, werdet ihr meinen ganzen Zorn zu spüren bekommen. Er hätte viel besser funktioniert ohne den Akzent, aber ansonsten, meine Lippen sind verschlossen. Ich habe mit Mare eh nichts zu tun. Alles gut. Dann. Aber vielleicht sollte man Mare mal vor Rita warnen. Sind die nicht irgendwie BFF? Ja, Rita ist dann das nächste Problem nach dem Hausmeister. Gut, Hausmeister, Rita und sie haben natürlich auch nicht von uns erfahren, dass der Schulz einen Mitschüler getötet hat. Aber er meinte ja, der hatte es Ja, auf uns abgesehen. wen denn? Daniel, mehr irgendwas. Ja, der hat es wohl, der wollte wohl irgendwen umbringen. Okay, Boomer. Dieses T9, ich sag's euch, ich kann das nicht. Ich kann das nicht. Daniel, der ist krank, ne? Ich Der lass ist das krank, mal, ich ja, lass das genau. mal, ich lass das mal prüfen, ne? Ja. Tipp, tipp. Doch. Okay. Wie gesagt, zur Not können wir Ihnen die Stelle im Wald zeigen, wo. Wieder. Na, ich denke, das ist. Nun erstmal. Ja, ich meine, Sie sind ja anscheinend gut im Vertuschen. Hat ja auch niemand was mitbekommen von Doris Tod anscheinend. Bin ich nicht. Aber jetzt erst der Hausmeister. Ja. Yep. Und er stapft los. Dreht sich nochmal um. Raus aus meinem Zimmer. Yep. Währenddessen, ich erreiche quasi die Dachboden oder den Aufgang zum Dachboden und vorher drehe ich mich zu Val um, weil ich habe mich nicht umgedreht, aber ich habe gemerkt, dass du mir hinterherläufst und bleib dann so stehen, guck dich an. Val, wenn du mit mir jetzt da hochgehst, entweder du bringst mich um oder du fixst mich, suchst dir aus. Gibt's auch als Würfel-Option? Du lässt mich einfach in Ruhe. Und ich gehe da jetzt allein hoch. Wir sollten aber nicht alleine sein. Ja, dann such's dir aus. Aber ich habe genug von diesen Scheißspielchen. Und ich. Aber wie wäre es mit einem Joint?
Davor, danach mir völlig egal. Aber was Nein, ich meine so einfach stattdessen, Mara. Also. Ich mach die Tür auf und geh hoch. Mara, mach mal einen coolen Bleibenwurf, bitte. Eine 7. Eine 7 bedeutet ja bei cool bleiben. Ich muss tatsächlich. Ob ich mich zurückziehe oder fortfahre. Auf welche eine andere, du kannst entscheiden. Okay, das muss ich hier improvisieren. Euer Raum da oben sah ja immer noch sehr sah ja immer noch so aus, wie er aussah. Auf jeden Fall so halb runtergebrannte schwarze Kerzen. Genau. Ja, so das Problem ist ja, es war ja jemand da oben und hat alles mitgenommen. Ja? Gruppe 1. Ach so, oh, ja, ich bin gar nicht, ich bin gar nicht. Immer den Abspann gucken. Sorry. Vieles von dem, was dir wichtig war. Ich stelle fest, es ist weg. Vieles von dem, was da oben wichtig war, ist weg. Und ich möchte jetzt einfach von dir wissen, was geht in Mara vor in diesem Moment? Eh schon so angegriffen. Euer Platz geschändet. Ich weiß nicht, ich sehe noch über. Das Pentagramm ist wahrscheinlich noch zu erkennen, oder? Ist da auf dem Boden gemalt schon. Wurde? Ja. Ja, dann setze ich mich einfach in die Mitte des Pentagramms und fange richtig übel, also so richtig so vor Schmerzen und Krämpfen geschüttelt an zu weinen einfach. Und sitze da und denk an Thea und ja, das ist das. Also ich habe einfach, man spürt halt einfach richtig diese ganze innere Schmerz. Also es ist wie so vom Gefühl her, so mein kaltes Herz breitet sich so in meiner gesamten Brust, meinen ganzen Körper aus und ich werde einfach noch kälter. Also, und auch diese ganze Wallung und alles, das kommt, fällt so ein bisschen von mir ab, weil ich gerade einfach nur noch wieder diese tiefe Kälte und Einsamkeit und Verlorenheit spüre, die ich gespürt habe, bevor ich Thea kennengelernt habe. Ja, verlassen wir dabei. Aber, Valerie, das hörst du wahrscheinlich. Da ist nur eine Tür dazwischen, wenn du da noch stehst, wirst du hören, dass sie da völlig zusammenbricht in diesem Moment. Und Valerie überlegt kurz so. Ene, mene, mister, es rappelt in der Kirche. Und macht dann. Und macht dann so, schiebt dann so leise die Tür auf und nimmt so die Ärmel von ihrem Hemd, zieht die so runter, zieht das Hemd aus und lässt es erstmal so zu Boden fallen und geht dann halt so weiter. Mara. Und du siehst mich ja halt in diesem Pentagramm sitzen und schluch. Also ich habe halt, mein Make-up ist also komplett verlaufen und ich strecke einfach so meine Hand nach dir aus. Und zieh dich halt so zu mir rein und gib dir einen Kuss erstmal. Also so ein, aber plötzlich, also von Sadness, also immer noch traurig, aber halt auch trotzdem super gierig. Ich dachte mehr an so eine Umarmung zum Start, aber du wirkst nicht so okay gerade. Ich weiß nicht, ob ich das letzte Mal okay war. Ja, aber ich glaube, in so einem Zustand sollte man keinen Sex haben. Glaub mir, manchmal ist das Einzige, was hilft. Ja, ich glaube, vielleicht nicht. Also, ich meine, wir haben auch gerade ehrlicherweise, also ich meine, ich verstehe das voll so, ich meine, aber wir haben so einen Dämon und eine Fae-Welt und so. Ich glaube. Das letzte Mal, wo ich alles vergessen habe, war, als ich mit Thea hier oben war. Aber vielleicht ist es gar nicht so gut, was du vergessen jetzt gerade. Wieso nicht? Naja, was ist denn mit den anderen Leuten passiert, die alles vergessen haben? Die wissen nicht mehr, wer von allen anderen gestorben ist. Die wissen nicht mehr, was passiert ist. Ist Unwissenheit nicht ein totaler Segen? Toll, aber nicht, wenn man so ist wie du. Wieso? Naja. Das ist eine gute Frage. Mara, war dein Hunger, ging der auch in die Richtung? So ein bisschen. Also so der Hunger geht halt so ein bisschen auch in Richtung so, ja, so eine Mischung aus Nervenkitzel und auch so ein bisschen so Macht über andere zu haben. So, das ist halt so dieses. Kollege, wenn du das jetzt so in ein normales Gespräch abdriften lässt, ob du einmal cool bleibst, aber das ist wahrscheinlich doof in dem Fall, ne? Aber so für. Ja, du hattest doch mehrere Hunger inzwischen sogar, oder?
Oder hast du sie gewechselt? Die zwei habe ich. Okay. Hunger nee, und obwohl dann, nee. Also Nervenkitzel und Macht über andere. Achso, nee, dann. Ich. Das ist so. Nee, dann lass. Nee. Okay. Mel, warum bist du hier? Weil ich dich nicht alleine lassen wollte. Aber du sollst mich immer noch töten, oder? Eigentlich nicht. Also, ich habe nicht mehr dieses im Hinterkopf, dass ich dich töten soll. Aber die Forderung von deinem Dämon wird nicht aufhören. Naja, du hast doch gerade gesagt, entweder ich bringe dich um oder ich schlafe mit dir. Und weswegen bist du jetzt hier? Um dich nicht alleine zu lassen. In beiden Fällen wäre das gegeben. Und warum hast du dich ausgezogen? Das war nur so ein, also ich habe immer noch ein T-Shirt an und darunter habe ich auch noch ein BH, also ist alles cool so, aber es war halt mehr so ein ich glaube, Nekrophilie ist nicht ganz so mein Ding, Mara. Ich bin, worin habt ihr noch bestanden, dass ich nicht tot bin? Und ich nehme deine Hand und ich fühle sie an mein Herz und du spürst zwar, dass ich vielleicht kälter bin als ein normaler Mensch, aber es schlägt. Schlägt auch gerade gar nicht mal so wenig. Aha. Ich zwinge dich zu nichts, du kannst auch einfach gehen und mich hier lassen. Ich will dich aber nicht alleine lassen. Ich kann auch einfach hier bleiben und schweigen. Entweder jemand nimmt mir meine Gedanken oder ich will alleine hier sein. Okay. Dann küsse ich dich wieder. Ja. Let's go. Und fang an, dich dabei auszuziehen. Ja. Ja. Okay. Ja. Gut, dann. Mel macht mit. Sehr panisch, aber macht mit. Dann gehen wir zu den anderen beiden. Was macht ihr? Und ich denke mir einen neuen Hunger aus, I guess. Also ich starre dem Haus. Den Direx. Ja, Mr. Petersen da. Der wird jetzt sterben, oder? Also ich meine jetzt ganz ehrlich. Der wird jetzt ehrlich, ich glaube fast. Ich weiß nicht, ich habe irgendwie gerade so das Gefühl gehabt, der könnte krasser drauf sein als der Schulze. Anders. Anders, krass. Wenn er sich jetzt um den Hausmeister kümmert, dann suche ich jetzt Rita. Gut, komm, dann suchen wir jetzt Rita. Dir ist schon klar, dass ich sie irgendwie davon abhalten muss. Ja, ich bin voll, ich unterstütze dich, wie auch immer. Wo sind die anderen zwei? Ich möchte ungern innerhalb meines ersten Jahres in dieser Schule zweimal eine Mitschülerin töten, aber shit. Naja, vielleicht können wir sie ja wirklich noch. Aber ich weiß nicht, wie wir sie da. Sie ist total durchgeknallt, wirklich, total durchgeknallt. Frage ist, können wir irgendwie rausfinden, wie sie diese Macht bekommen hat? Und sie ihr nehmen. Es ist wie, als wäre sie eiskalt, als wäre Kälte in ihrem Herz. Oh, was ist denn mit der, wie heißt die Reiche? Mirella. Mirella. Die macht doch auch so kalt Dinge. Irgendwie, die ist doch auch so ein. Ich kann aber nicht so gut mit Mirella. Ich konnte eigentlich gut mit ihr, aber ich weiß nicht, wo ich sie finden würde. Jetzt rumlaufen und sie einfach suchen. Und außerdem haben wir ihm gerade versprochen, dass wir uns, dass wir die anderen Mitschüler nicht damit. Ja, aber sie ist nicht normal, das ist okay. Ja, das stimmt. Sie ist wie wir. Also Rita hat gesagt, sie muss arbeiten, als sie sich von Tim getrennt hat. Wo könnte sie hin sein? Entweder sie sucht, oh Gott, sie sucht Val. Moment mal, lass mich mal gerade jemandem schreiben. Wo ist Val? Ich schreibe eine Nachricht an Val. Val ist beschäftigt.
Tja, jo. Weiß ich nicht. Das wissen sie, weiß Lilith ja nicht. Sonst vielleicht einfach mal in die Schwimmhalle? In die Schwimmhalle. Also Moment, sie wollte doch irgendwie, sie hat doch gesagt, dass sie mit, sie hat doch zu Timmy irgendwie gesagt, sie müsste arbeiten noch. Also meinst du, dass sie zurück ist in die Feenwelt dafür? Meine. Sie ist ja eigentlich, also eigentlich ist sie doch gekommen, so habe ich sie verstanden, um mit Val zu reden. Ja, dann hat sie dich aber mit Val allein gelassen und ist mit Tim weggegangen. Ja, total, eigentlich Meinst völliger du, sie Schwachsinn. wusste, was mit Val gerade los ist? Aber dann, wieso hätte sie dann Val geschrieben, dass sie gute Sachen mit ihr vorhat? Also ich glaube ja eigentlich, dass sie Val sucht. Das heißt, wir suchen jetzt auch Val. Schauen wir mal bei uns im Zimmer. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo Mara und Val hingelaufen sind. Sie antwortet auch nicht. Also entweder suchen wir jetzt nach Mara und Val in unserem, in Maras Zimmer oder in Ma unserem Zimmer, in Vals und meinem, oder wir suchen Rita in der Schwimmhalle. Ich überlasse es Das, dir. was als nächstes ist, würde ich sagen. Also Naja, ich als nächstes sind Dinge im Zimmer. Haus, also die Zimmer. Ich glaube, Mara, ich glaube nicht, dass Mara gerade in ihrem wütenden Zustand ins Zimmer gehen würde. Schauen wir einfach mal in meinem Zimmer vorbei, ob Val da ist. Ich glaube, Mara hatte auch mit. Hatte die nicht mit Thea auch so eine Stelle im Wald? Hat nicht irgendwie irgendjemand irgendwelche Stellen im Wald anscheinend? Sind es immer die gleichen? Sind alle am See? So viele Fragen. Wir könnten zum See. So, ich muss Rita aufhalten. Okay. Aber ich weiß nicht, wo sie sein könnte. Dann lass uns in der Schwimmhalle schauen, weil dann schauen wir erst, ob wir irgendwie Rita finden können, bevor wir jetzt Val suchen. Weil wenn sie zu Val gewollt hätte, hätte sie ja einfach da bleiben können. Aber sie ist ja gegangen. Dann Schwimmhalle. Und danach See, keine Ahnung. Gut. Ja. Dann gehen wir halt zur Schwimmhalle jetzt. Ja, wir laufen zur Schwimmhalle. Also Lilith wird auf jeden Fall einen sehr strammen Schritt hinlegen. Okay, ich bin sportlich. At least in character. Oh Wollte Mann. schon immer mal sagen. Kein Problem, ich bin zwar sportlich. Ich werde ein Highlight rausschneiden, nur für dich. Oder auch nicht, Alex. Wie wär's damit? Die Schwimmhalle. Ich habe tatsächlich auch überhaupt keinen Überblick, gerade welche Uhrzeit wir haben. Wahrscheinlich neigt sich es dem Abend Ja, inzwischen würde ich oder so. auch Ich habe keine sagen. Ja, ich würde Ahnung. auch sagen, wir sind am frühen Abend. Längst alle Schule vorbei für heute. Und Ist eigentlich immer noch Montag? Ich glaube, es ist immer noch der beschissene Montag. ja, ich glaube auch. Wow. Wow. Alles an einem Das ist Tag. Echtzeit, was wir hier machen. Echtzeit. Aber hallo. Das Becken liegt, ihr geht durch die Tür rein, das ist dieser lecker chlorige Geruch. Ihr sollt auch nur zwei sehen, es sind ja nur die zwei da. Es ist dieser chlorige Geruch, der euch, die da nicht so häufig sind, gleich in die Nase geht. Und das Becken ist liegt komplett so da ganz still vor euch. Rita? Die taucht auf. Die war Was getaucht. war? Die war getaucht. Und krault durchs Becken. War die jetzt die ganze Zeit unter Wasser oder war das einfach nur ein seltsames Timing von uns? Also sie nimmt euch gerade nicht bewusst wahr. Sie krault einfach weiter. Okay. Rita, ich gehe mal an den Beckenrand.
so dass sie und stelle mich dorthin, wo sie hinkraulen würde. Dein Handy piept, Zoe. Warte. Ich musste ein bisschen Zeit schinden, deswegen. Ihr hört auf und guckt euch an, mitten im Ich. Becken. Ihr zwei. Hi. Das wäre auch zu schön gewesen. Rita, Was hast du gedacht, dass Val Lilith umbringt? Die kraut auf euch zu. Das wäre einfach gewesen. Und kommt aus dem Becken Boah. raus. Und weißt du, Zoe, heißt doch Zoe, ne? Ja. So Menschen wie Lilith, die werden nie aufhören. Die können einen nicht in Ruhe lassen. Sie werden versuchen, etwas zu verändern. Ist doch Klatsch dir gleich klar. eine. Was? Ach, du Ich klatsch klatschst dir mir. gleich eine. Dann solche Freundin. Immer Gewalt, Gewalt, Gewalt. Ah, ich bin's nicht, die gerade irgendeine ganze Welt versucht zu okkupieren und Leute umzubringen. Rita, 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 was ist mit dir passiert? Ich gehe zu ihr hin Geht auch auf und dich zu. okay, ich will, diesmal will ich sie anfassen. Ja, darfst du, ja. Zuerst. Ja, was willst du Ich tun? leg, ja, ich lege ihr die Hände so auf die Schultern, eher an ihrem Hals, also Ja. nicht aggressiv. Ja. Da fand sie ja mich dabei. Ich guck ihr in die Augen und sag mal, was ist denn mit dir passiert? Warum bist du so kalt? Du und Mare, ihr wart so ein schönes Paar, du warst doch immer so. Was ist denn passiert? Warum bist du so böse geworden? Ich glaube, ich hätte das gerne als uminterpretiertes Heiß machen. Weil du sie empathisch Ja, auf sie ich will sie. ein. Ja, Ja, vielleicht. ich will sie auf Warmherzig jeden. sein. Es ist Ja. quasi warm statt heiß. Sie, ja, oder du willst es nicht sein, du bist es. Das ist noch viel schlimmer. Ja. Das, ja. 10. Ja, dann da hast du auf jeden Fall einen Faden zu ihr. Und du kannst in dem Fall wahrscheinlich. Soll sie sich dir verbal hingeben, ne? Ja. Ja. Sie fängt an zu weinen. Oder allein gelassen. Die schlimmsten Nöten von meiner besten Freundin und all ihren Freunden. Und ich wusste nicht, wohin. Und ich habe es zu Wut werden lassen, weißt du? Ich habe Drogen genommen und ich habe alles falsch gemacht und ich wurde so wütend. Es ist einfach passiert. Und ich bin immer noch wütend. Umarm sie. Ja, mach Ich sie. weiß, ich weiß, aber. Ja, sie erwidert das sogar tatsächlich. Ich kann nicht aufhören. Ich will nicht aufhören. Aber es Ihr macht doch seid nicht. alle, wenn ich euch sehe, wie ihr da zu zweit oder zu viert das Team agiert und zusammenhaltet und ich Rita, halt. Rita, weißt du, alle in dieser Gruppe, die du jetzt so als Team bezeichnest. Wir kennen uns auch gar nicht lange und wir haben, jeder von uns hat schon Scheiße gebaut, wirklich. Guck mal, Val hat mir einen auf die Nase gehauen und wollte mich umbringen und Redest du jeder hat noch mit mir. ihr? Redest du noch mit ihr? Ja! Ich habe niemand auf die Nase gehauen und hab mich einfach vergessen. Ich will dem damit sagen, dass du immer noch ein Teil davon werden kannst. Dass wir verstehen, dass unsere Natur uns manchmal dazu bringt, man blöde Sachen zu machen und auszuflippen und ja, vielleicht einfach Teenager zu sein. Aber wir können doch trotzdem zusammenhalten. Wir müssen nicht, weißt du, du bringst gerade
Irgendwie, ich weiß ja nicht wie, aber du bringst gerade meine Granny um. Natürlich tue ich das. Was? Will mich aufhalten. Ja, weil du ihr das nimmst, was ihr am wichtigsten ist. Das ist meine Art. Wie zur Hölle bist du überhaupt dort an diese Position geraten? Wieso bist du plötzlich irgendwie... ihre Wut macht sie mächtig. Ich bin reingegangen. Ich habe mich reingelassen. Ich habe diesen ganzen Rat einfach umgebracht. Sie alle getötet. Okay. Ich bin auch so ein bisschen erstarrt in dieser Umarmung. Hey, also ich bin jetzt die Letzte, die irgendwie jemandem anders Vorhaltungen machen dürfte, darüber unter Wut die Kontrolle zu verlieren, aber... Niemals. Das ist schon eine Sache, an der du arbeiten solltest. Irgendwas, da solltest du dagegen tun. Weil zu sagen, ey, ich bin immer noch wütend oder ich habe meine Wut nicht unter Kontrolle, ja, ich kenne das. Ja, Zoe kennt sich mit Wut aus. Ja, aber wie wäre es einfach mal mit ein bisschen Reflexion? Was tust du? Ich versuche, es nicht so weit kommen zu lassen, dass ich jemanden um... Ich tue mein Bestes, ehrlich gesagt. Ich versuche mich vor Dingen fernzuhalten, die mich ausrasten lassen. Das funktioniert auch nicht immer so gut. Siehst du, deswegen bin ich jetzt bei den Feen, weil ich hier immer ausraste, wenn ich alle sehe, wie ihr zusammenhaltet, wie ich, wenn ich Mare sehe, diese furchtbare Mare. Meine beste Freundin wollte sie sein. Ich habe ihre Blicke gesehen, wenn ich mal schneller war als sie. Dann ihre Freundin, diese Irella. Ekelhaft. Aber dann jetzt machst du alles Böse in der Welt, die eigentlich das Schöne repräsentiert, die nur dazu da ist, glücklich und zufrieden zu sein und das Helle zu sein. Und wenn du die jetzt zerstörst, dann wird es dir auch nicht besser gehen. Doch. Erben auf meinem Thron geht's mir besser. Ja, ich glaube, das ist etwas, was du dir gerade im Moment einredest. Und glaub mir, dass mit dem zu denken, alleine in irgendeiner Weise funktionieren zu können, nur weil man ein Aggressionsproblem hat, ist auch nur so semi-richtig. Weil dann bist du halt einsam. Und ich glaube nicht, dass du auf diesem Feen drum dich auf lange Sicht besser fühlst, was das Thema Einsamkeit angeht. Also, hab ja bald eine Freundin. Hä? Was? Du hast jetzt eine Freundin? Bald. Bald bei den Feen oder was? Oder meinst du jetzt Val? Oder willst du Val? Ja. Okay, hör mal, Rita. Sie nicht dazu zwingen mit einem Pakt. Kannst du dich einfach Freunde auf diese Art und Weise? So funktioniert das halt nicht. Und das müsste dir doch auch gerade bewusst sein. Ich glaube, du hast eigentlich einen ziemlich heftigen Breakdown, gerade im Moment. Einen normalen Nervenzusammenbruch und du brauchst einfach wirklich mal vielleicht professionelle Hilfe, die nicht... Oder einfach Freunde. Stopp, Zoe, heiß machen. Ich? Ja, jetzt du, ja. Alrighty. 11. Oh, hey, 2. Oh. Es ist mein zweitbester Wert, auch wenn ich es nicht so raushängen lasse. Natürlich habe ich einen Breakdown. Ich weiß das doch alles. Wirklich. Okay, dann mach mal den Schritt weiter von es wissen zu es umsetzen. Weil hier sind ja Leute, die helfen können. Und wie Lilith schon gesagt hat, wir haben auch alle samt irgendwelche Scheiße gebaut. In den meisten Fällen schafft man es ja noch da in irgendeiner Weise rauszukommen oder zumindest irgendwie es in der Zukunft besser zu machen. Na, das, was Zoe tut, du kannst dich bemühen und wir sind da. Und wenn du Scheiße gebaut hast, dann versuchen wir darüber zu reden. Aber du musst aufhören, das alles so willentlich böse zu machen. Weil es wird dir nicht besser gehen, wenn du allein auf diesem
Thron sitzt und Val dazu zwingst, deine Freundin zu sein. Das wird nicht besser sein. Werdet ihr für mich da sein? Wir können es versuchen. Also, weißt du, wir werden es gerne versuchen, wenn du mit uns arbeitest, was das ganze Thema angeht. Und das Erste ist, glaube ich, nicht aktiv oder passiv irgendwie Liliths. Okay, pass auf, sie guckt Lilith an. Versprich es mir. Wenn du mir versprichst, dass du aufhörst, die Feywelt kaputt zu machen. Ich werde nie wieder einen Schritt in die Feywelt tun. Rettet das meine Oma? Oder hast du sie vergiftet oder was auch immer? Ist einfach in ihrem besten Cognac. Einfach. Okay. Ich soll ihn einfach wegschütten. Okay. Dann verspreche ich dir, dass ich für dich da bin. Immer. Naja, nee. Solange wir hier auf der Schule sind. Natürlich. Okay, Lilith, wie wärst du? Rufst mal schnell deine Oma an und ja. Rita und ich gehen vielleicht einfach mal in die Umkleidekabine und du ziehst dir etwas an und dann trinken wir ein, zwei, fünf Louis, Bier und. Man kann an sich arbeiten und es funktioniert. Also ja. Auf jeden Fall. Es ist aber auch kein leichter Prozess und du hast ziemlich viel zerbrochen gerade an Geschirr auf diesem Weg. Aber nicht hier. Und doch. Ich weiß. Okay, aber dem musst du dich auch stellen. Okay. Das ist leider ein ziemlich beschissener, aber ziemlich notwendiger Schritt bei der ganzen Sache. Sich dem ganzen Kack stellen, den man selber angerichtet hat. Und glaub mir, weglaufen funktioniert auch nur auf Dauer. Was? Sag mir das. Geht auch nicht auf Dauer? Auch nicht auf Dauer. So rum war's. Siehst du mal, habe ich schon selber wieder was dazugelernt. Okay. Und ich würde sie mit ihr mal zur Umkleidekabine gehen, auch weil ich sie gerade überhaupt nicht aus den Augen lassen möchte. Also, das kommt bei der ganzen Sache hinzu, dass ich halt immer noch nicht weiß, ob die nicht einfach unglaubliche Krokodilstränen verdrückt, weil ich sie überhaupt nicht einschätzen kann und sie momentan nicht aus den Augen lassen möchte. Und deswegen habe ich auch noch nicht auf mein Handy geschaut und habe auch noch nicht irgendwelche anderen Nachrichten gesehen oder geschrieben, weil ich gerade bin jetzt auch nicht so die Beste in irgendwie Motiv erkennen. kleiner Hint hier an Rieke. Ich habe keine Ahnung, was du meinst. Rieke, Motiv erkennen. Minus 5. Alter, plus minus 0. Aber die Würfel sind immer ein Charakter. Ja. Egal, anderes System, anderer Charakter. Okay, genau, also ich begleite sie. Okay, dann gehen wir mal nach oben, wo ihr ja. Überlegt, weiß ich nicht, wieder runterzugehen. Ich glaube... Oder bleibt ihr oben? Das Ganze dauert auf jeden Fall schon ein bisschen. Okay, da sind wir noch nicht oben. Wenn es nach Mara geht. Und weiß ich nicht, wir liegen in dem Pentagramm und ich zünde dann einen Joint an und reiche ihn halt Val rüber. Danke, dass du für mich da warst. Erde. Ist okay? Ich denke schon. War interessant. Hast du das erste Mal mit einer Frau geschlafen? Gib dir. Ich habe das erste Mal überhaupt mit jemandem geschlafen. Wait, what? Okay, Entschuldigung, damit habe ich nicht gerechnet, weil. Ja. Bist du wirklich okay?
Also wenn ich so die letzten Tage mal Revue passieren lasse und man merkt sofort, wie sie entspannter wird, seit sie den Joint jetzt hat. Das ist süße. Ich wollte dich echt nicht. Ich habe dich nicht zu sehr unter Druck gesetzt. Ich hätte das Also. anders gemacht, wenn ich das gewusst hätte. Scheiße. Alles gut. Also wenn man das vergleicht, dass ich jetzt quasi mit einem Zombie geschlafen habe und mein erstes Mal hatte und aber meine Seele einem Dämon aus der Hölle gehört, also ich finde, es hätte schlimmer laufen können. Es hätte bestimmt auch besser laufen können, aber. Danke, I guess. Okay, egal. Gibst du mir den nochmal? Also, das war nicht böse. Ich meinte damit nicht, dass es irgendwie unangenehm war oder unschön oder so. Ich Also, meine, okay. also es war, Die also, Umstände. Du meinst die. Ja, ja, genau. Ich meine, also, ich verstehe ja, schon. Soll ich dir was also. sagen? Als ich das erste Mal mit Tia geschlafen habe, das war auch hier oben. Und vielleicht haben wir dabei ein dunkles Ritual durchgeführt, mit dem wir den Busfahrer verflucht haben. Das hätte auch andere Umstände sein können, Ist das aber so ein, ist das hot, so hot ein, war ist. es schon irgendwie. Okay, mal abgesehen davon, ist das jetzt so ein. Hast du deswegen mit mir hier geschlafen? Hast du wieder irgendein Nein, Ritual nein, gemacht? nein, Okay. wir haben kein Ritual gemacht. Wir haben nichts. Nein, 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 das war nur ein bisschen Nostalgie. Vielleicht wollte ich auch, dass Thea das vielleicht mitkriegt und sieht. Keine Ahnung. Wow, danke Mara. Unsere Freundschaft ist jetzt tiefer als zuvor und mein Ego hat das richtig gut gebraucht. Sehr geil. Danke. Danke, dass ich dein Trostpflaster sein konnte. Danke, dass du mit mir deine Ex-Freundin über einen telepathischen Hexenzirkel eifersüchtig gemacht hast. Ja, das ist das geringste meiner Probleme. Ist voll okay. Ich dachte, vielleicht schulde ich dir so viel Ehrlichkeit, aber vielleicht war das zu viel Ehrlichkeit. Alter, gib her. Ich bin schon. Hast du gemerkt, dass es mir nicht besonders gut geht. Ach, Dass ich nicht besonders wirklich? gesunde Coping-Mechanisms habe. Ja, nicht böse gemeint. Also, Nee, also. alles gut, ich verdiene es. Gib mir. War jetzt, ehrlicherweise stand es nicht auf meiner Liste, mit dir zu schlafen. Ist jetzt kein Ding, was ich jetzt im Nachhinein unbedingt bereue, aber also vor hatte ich das nicht. Okay. Du darfst dich auch immer noch gerne umbringen, wenn du das jetzt möchtest. Alter. Just saying. Ja, nee, ich habe blöd gesagt, wenn, dann du, also wenn, dann du. Sorry. Musste ich nicht entschuldigen. Das. Das ist dann quasi, es ist dann wie so eine, wie heißt dieser Trope, wie heißt der Trope in Teenage-Büchern, irgendwie Revenge oder so, irgendwie sowas. Enemies to lovers, lovers to enemies, ich weiß nicht genau, Ja, irgendwie so, aber wir sind ja jetzt mehr, was aber jetzt waren wir irgendwie so Outcasts to Sex Buddies und dann zu Mörderinnen? ich I don't weiß es know, I'm nicht. not Es sure. ist, so einen Roman habe ich noch nicht gelesen. Nee. Muss ich dir ehrlich sagen. Weiß auch nicht, ob das sich gut verkaufen würde. Ja, apropos gut verkaufen. Meine Seele ist, glaube ich, immer noch. Also, haben wir das jetzt irgendwie. Ich weiß nicht, ich fühle mich ein bisschen anders jetzt nach der. Was? Meinst du, deine Untodhaftigkeit ist irgendwie auf meine Vagina übergesprungen und dadurch irgendwie in meine Seele oder so? Ich weiß nicht. Es ist irgendwie. Hallo, Ray. Das war wirklich der schönste Raid-Begrüßungssatz, Hashtag wild lässt widerlich. Ja, bei uns geht's auch zur Sache. Moin. Also, ich bezeichne mich gerne als Zombie und unter, aber wenn du das in dem Kontext sagst, klingt es schon ein bisschen falsch Warte irgendwie. mal, weil ich jetzt mit dir geschlafen habe, heißt das, Was? bin ich Nein! jetzt auch Nein, du untot? bist Ist nicht es so? untot! Nein, du Okay. bist nicht untot! Also, nee, glaube ich. Also, nee, ich glaube nicht. Nein. Du glaubst? Ich meine, Thea ist nicht gestorben und ich würde jetzt es nicht ausprobieren, ehrlich gesagt, Val. Fühlst du dich Warst du sterben? kalt innen drin? Fühlst Also, ich du fühle dich mich kälter? kalt, aber das liegt daran, dass wir Ja, aber. nackt auf einem fucking Dachboden sind, Mara. Das war echt nicht die beste.
Plan. Und Belle fängt an, sich langsam wieder anzuziehen. Okay, du fühlst dich also nicht kälter als sonst. Das ist schon mal ein gutes Zeichen. Also nein, ich glaube, du bist nicht unnötig. Alex, du bist gemutet. Du bist gemutet, ja, wir hören dich nicht. Danke, aber ihr reagiert trotzdem auf mich, das ist gut. Wir haben deine Mutter. Belle, du unterbrichst das Anziehen. Du kannst es nicht... Oh Mann. Du unterbrichst das Anziehen. Du kannst es überhaupt nicht deuten. Es ist gut oder schlecht. Aber du fühlst dich anders gerade. Und du ruckelst schon wieder. Okay. Ich ruckel nicht. Ich fühle mich anders. Ja, als würde irgendwas... Jetzt nicht mehr. ...an dir in deinem Inneren ziehen, ringen, drücken, aber eher auf so einer mentalen Ebene. Also jetzt nicht, dass jemand irgendwie deinen Arm zieht, sondern in dir drin. Ganz komisch. Der Hausmeister ist kein Schmerz. Und die Rechtsringen um deine Seele. Bist du, hallo? Ja, ja. Macht den BH zu, zieht sich das Oberteil wieder über. Du hast nicht gerade wieder den dunklen Urge bekommen, mich umzubringen. Wenn ich jetzt sage ja, ist das dann quasi ein Vorspiel für die zweite Runde, oder? Weil du willst? I don't know. Also vielleicht, wir haben immer noch Dinge zu tun. Also haben wir? Ja, apropos, sollen wir Zoe und Lilith das sagen? Oder nicht so? Das ist eine gute Frage. Apropos, ich gucke mal auf meine... Okay, ich glaube, die beiden suchen uns schon. Ich gucke auch mal auf mein Handy. Oh. Sollten wir das sagen? Ich weiß nicht. Ehrlich gesagt. Vielleicht nicht. Vielleicht sollten wir es ja, vielleicht halten wir es erstmal für uns. Ja. Wir waren hier oben und du hast mich einfach ein bisschen getröstet und es hat ein bisschen gedauert. So 2 Stunden. Bin ich denn... Hey Mara, bin ich denn gut im Trösten? Ja. Nice. Gut. Cool. Okay. Super, dann lass uns doch jetzt mal wieder nach unten gehen und mit der dämonischen Feenwelt und mit dem Hausmeister, dem meine Seele gehört, befassen. Typischer Montagabend halt, ne? Ja, aber hey. Ich habe auch echt Hunger. Jetzt mal, also ganz ohne Scheiß. Ich könnte auch was essen. Ja, wollen wir was essen? Und dann also irgendwie... was anderes, ja. Ja, lass uns was essen gehen. Das klingt gut. Ich glaube, ich habe auf jeden Fall noch Snacks in meinem Zimmer. Aber ich schreib mal Lilith. Ich schreib mal Zoe. Was schreiben wir denen denn jetzt? Wir treffen uns in Zoes und meinem Zimmer. Wir haben auf jeden Fall Snacks. Ich habe noch welche von meinem letzten Tag. Okay. Cool. Ich habe noch eine Frage an Valerie. Ja. So die, gut, ich will nicht mal Böses, ich will auch mal Gutes. Ja. Wie fühlt sich der Moment denn an, wenn die Seele wieder da ist? Oh, I didn't get my soul back. That's so cute. Oh, wie fühlt er sich an? Quasi ein Orgasmus 2.0, aber ja, sehr viel nicer. Beim Runtergehen hast du dieses Gefühl... Als wärst du wieder, als wärst du komplett. Als wärst du komplett. Mara hat dich geheilt. Ja. Just what I do. Just what I do. Und Valerie bleibt so stehen, ist so. Hey Mara, ich glaube. Ja. Ich glaube, wir können das nochmal wiederholen. Das war, glaube ich, gut. Ich glaube.
Ja, mir geht's gut. Ja, mir geht's ganz gut, danke. Ja. Okay, du wirkst auch echt gerade. Ich habe dich, glaube ich, gerade zum ersten Mal richtig lächeln sehen. Krass. Ja, freut mich. Also, dafür, dass du gerade noch ziemlich sauer auf mich warst, ist ja gut, dass du jetzt. Ja, cool, freut mich. Ich bin auch so ein bisschen skeptisch, weil sie gerade wirklich. Ist das jetzt der Joint, der kickt? Oder ist das, sind das alles? Sind das die Hormone? Hab ich nach meinem ersten Mal, war ich nach meinem ersten Mal auch so happy? Nee, das war scheiße. Oh, ich erinnere mich nicht mehr. Ja, okay. Gut. Lass uns snacken gehen und gucken, wann die anderen da sind. Vielleicht haben die ja was Neues rausgefunden. Ja, Lilith, du hast deine Oma gewarnt. Das müssen wir, glaube ich, nicht ausspielen. Aber sie hat es sofort weggeschüttet. Was macht ihr, die anderen beiden? Ja, ich habe immer noch nicht auf mein Handy geschaut. Ich hätte meine Oma auch noch mal gebeten, vielleicht zu meiner Mutter zu auf schnellerem Wege. Aber du erzählst so ja schnell, alles wahrscheinlich. Famously, ne? Ist mein Handy auch mal, famously ist mein Handy auch immer auf still, deswegen kriege ich auch gar nicht mit, dass ich mehrere Nachrichten verpasst habe. Nein, doch, ich gucke drauf, während ich zu Rita und Zoe zurückgehe. Ja. Oh. Wow. Was? Der Direx hat das gemacht, was er uns versprochen hat. Eilomat. Sollten wir dringend. Ich hoffe, es ist auch wirklich er, der schreibt und so Sachen, aber okay. Ja, aber wenn wir Val fragen. Val finden und Val fragen. Moment, Moment. Rita, hey, du bleibst einfach am besten bei uns, okay? Ja. Und wir treffen uns jetzt mal mit den anderen und reden mal in Ruhe über so ein paar Dinge. Ich glaube, du kannst eine kleine Auszeit gebrauchen, also so im Sinne von mal runterkommen so ein bisschen. Und wenn du dich danach fühlst, wäre es ganz cool, wenn wir darüber reden könnten, was du so gemacht hast, damit wir schauen könnten, wo wir ein bisschen Schadenskontrolle betreiben können. Okay, ich bin auch ganz schön müde. Ja, okay. Ich weiß nicht, was du gemacht hast mit dieser Feenwelt, weil einfach da reingehen und so, hat irgendjemand, kannst du dich erinnern, hat irgendjemand dir besondere Sachen gegeben, dass das, also war jemand aktiv dabei und hat dich dahin geschickt oder hat das angestoßen? Kannst du dich erinnern? Gibt jemand, der mich verstanden hat, aber auch den haben sie mir genommen. Ich weiß nicht wer. Doch, ich weiß es, ich denke es, aber. Nicht, du bleibst jetzt weg von diesen Scheißgedanken mit, alle haben sich gegen mich verschworen und so, okay, das hilft dir jetzt gerade nicht. Hans-Peter? Nein, Herr Nattel. Ja? Habt ihr wahrscheinlich gehabt, der Lehrer. Den hatten wir nicht. Nee, das war der. Ich glaube, am Anfang mit der. Nee, ihr hattet ihn nicht. Das ist der Nadel? Ja. Das ist doch unser Schauspieltyp, oder? Nee, das Mara, war der. Mara, dann habe ich schlechte Nachrichten für dich. Ja. Er ist nämlich schon tot. Ich habe einen Faden zu dem gehabt. Schade. Schade, Schokolade. Ja, kannst, ganz genau. Kannst nein, du es gab ja aber auch. Der ist in Gruppe 1 gestorben. Es gab ja aber den. Es gibt ja den Spanier noch. Ach so. Aber es ist ja, Gruppe 1 ist ja nach euch, insofern ist er noch gar nicht tot. Stimmt, noch ist er nicht tot. Hey! Ja. Ja. Aber im Moment, wer hat dir jetzt das, wer hat dich verstanden und dir was gegeben? Das ist Peter. Hat mir zugehört und hat verstanden, warum ich bin, wie ich bin. Und sie müssen ihn irgendwo, ich habe ihn nie gefunden. Okay, also wir halten uns erstmal von allem fern, von dem wir nicht wissen, was ihre Intention ist. Und ihre, wie heißt ihre Schwester, ihre dreckige Schwester und Mare. Und sie wollten uns. Ach nee, wollten sie ja noch gar nicht. Nee, es ist leider alles in der Zukunft. Ja, super stimmt, kacke, stimmt. Es ist sehr verwirrend. Nee, ist nicht verwirrend. Wir streichen das einfach, denn mit Nattel hatte sie da schon was. Also hatte sie nichts, aber hatte sie. Und
Er versteht mich. Okay, aber hat er dir irgendwie die Möglichkeit gegeben, in die Feenwelt zu gehen? Nein. Aber wie bist du dann da hingekommen? Okay, lass uns erstmal mit den anderen beiden Ich bin treffen. eine Fee. Und du? Moment. Die Bücher, ich habe recherchiert. Ach so, du bist schon eine. Ja, ich glaube, Lilith würde mich eine dunkle Fee nennen. Ist das irgendwie Aber warst du rassistisch das oder schon so? immer? Oder Nein. ist das passiert, nachdem du dich so geärgert hast und dich so einsam gefühlt hast? Ja, dem Mare mich verraten hat. Weißt du, jeder macht mal Fehler. Ich weiß, das war Ich ein schlimmer lasse Fehler, ein dein ganz. Reich in Ruhe, ich verspreche es wirklich. Gut, ich hoffe, wir können das wieder hinkriegen. Aber jetzt komm erst mal mit, weil hier ist, an dieser ganzen Schule ist noch einiges mehr im Argen als nur ein kaputtes Feenreich und ein dämonischer Hausmeister. Dämonischer Hausmeister? Ich weiß. Sie lacht ein bisschen. War ein schlechter Witz. Nein, war kein schlechter Witz. Ja, nein, von mir. Ach so. Egal. Okay, ihr kommt zusammen. Ja, wir wahrscheinlich sitzen, ist das so ein bisschen awkward im Zimmer. Ich weiß nicht, wahrscheinlich, Mel sieht wahrscheinlich ultra happy aus. Mara sieht auch Niven. ein bisschen aufgebauter aus als vorher. Aber ja. Weil es so am Snacken hat so ein großes Knoblauchbaguette. Einfach, weil ich hoppe zu Knoblauchbaguette und hat da ganz viel Käse drauf geballert und snackt das gerade und sitzt so sehr keine Fappy wie im Bett ist so. Hi! Ich bin auch ein bisschen am, ja, auch ein bisschen, bin auch ein bisschen am Ja, alle Chipsen. haben Snacks. Hi. Okay. Na? Wir haben Peter mal Cool. dabei. Ja, ist cool. Wir haben Ist ein das? Gespräch geführt. Mhm. Rita hat ein paar Probleme und hat Aber sich wer da nicht, in ne? was Wir alle. rein, Ja, wer so nicht? ähnlich wie wir, teilweise jedenfalls in was rein manövriert und wir helfen ihr da jetzt raus. Also Rita macht jetzt nicht mehr, tötet jetzt nicht mehr Lilith Oma. Und Richtig. was ist mit deiner Das ist Mama? voll gut. Na, ich hoffe, da kriege ich bald Bescheid, was mit meiner Mutter ist. Vielleicht ist sie einfach nicht zu Hause gewesen. Meine Mutter? Aha. Ja. Sie lächelt so ein bisschen, gequält. Sie lebt, keine Sorge, keine Sorge. Aber ganz vielleicht habe ich sie ein bisschen geschunden und sie hat mir gut gedient. Das klingt doch nicht so, als ob hier alles so cool Ey, ist. das Jetzt klingt alles gut. echt Ich nicht so hier. super. Das Wie klingt wirklich gesagt, nicht so Mara, ultra ich cool. bereue das wirklich jetzt. Aber wo? In der Feenwelt. Oh. Kannst du dafür sorgen, Feen. dass bitte alle Feen, die du da irgendwie Nein, unterjocht hast, ich gehe jetzt da wieder nicht frei mehr hin. kommen? Ich gehe da nicht mehr hin. Es sind alle frei. Alter. Nee, nee, nee. Es sind Nee, alle nee, nee, frei. Mädel. Nein, nein, nein. Doch. Löffel deine Suppe gefälligst selber aus. Hab Wenn ich du da doch. Ich Leute habe irgendwie alle gehen verletzt hast. lassen. Geht denn eigentlich ab? Und was ist jetzt eigentlich mit Herrn Peters? Der hat uns geschrieben, er hätte es geschafft. Er wollte ja den Hausmeister stellen. Genau. Und? Keine Ahnung, er hat Well? uns nur geschrieben, er hätte es geschafft. Also ich weiß nicht, was das Was heißt heißt. das? Well? Well, es wird dir wieder entrissen. In dem Moment ist es so, hebt gerade so an und ist so. Und es plötzlich so quasi, als würde es ein Stück nach vorne gehen und ist so. Wie geht's mir eigentlich? Merke ich irgendetwas? Wie meinst du das? Ach, nur so. Mach einfach weiter. Habe ich was vergessen? Ich habe vorhin
so einen Spielzug in unseren Monsterhard-Chat gepostet. Oh. Und deswegen errechne ich die ganze Zeit damit, dass Dinge passieren. Den habe ich nicht gesehen, tatsächlich. Ja. Das ist fein. Ich habe ihn auch vergessen, ehrlicherweise, bis Rike mich darauf hingewiesen hat, dass es ja ein Spielzug ist. Mhm. Oh. Mhm. Ups. Warte mal kurz. Ich glaube, der Spieler, der muss seinen Plan gerade noch überdenken. Ich muss das zu dir gerade in die richtige. Zu dir bist ja du, oder? Also das, was ich gepostet habe, ist Vels Sexspielzug. Ach so. Nicht meiner. Ich habe mir schon eine neue. Ich muss mir einen neuen Hunger überlegen. Ja, okay. Habe ich. Ja. Oh. Habe ich gemacht? Okay. Voller. Aber es ist einfach nur ein Faden. Also das ändert nichts an dem, an quasi der ganzen Seelensache, aber ein Faden. Ja. Okay, aber ja, danke. Das heißt, Sekunde. Was auch immer das heißt. Ja. Also Val wollte uns gerade total freudestrahlen. Ja. Antworten. Ja. Was war. Entschuldigung. Wir wollten dich fragen, ob du dich besser fühlst, ob du dich jetzt wieder anders fühlst. Weil der Peters hat gemeint, er hätte es geschafft. Also vorhin war irgendwie, da war es besser. Hm. Aber gerade, es hat sich... Keine Ahnung, irgendwie. Ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass ich sie wieder habe. Ich dachte, ich hätte sie wieder, aber. Ich gehe mal zum Peters. Bleib dir mal hier. Wir sollten jetzt solltest du da wirklich alleine hingehen? Nina? Du gehst da nicht alleine hin. Ich komme mit dir mit. Ich steh auf. Ihr bleibt zusammen und ich gehe mit Zoe. Weil nicht, dass der Peters jetzt erledigt hat oder irgend sowas. Ja, genau. Deswegen, ich gehe mit Zoe und ihr beide bleibt zusammen. Und bleibt ihr mal hier mit Rita. Ja. Und hoffentlich. Und macht keinen Scheiß. Und macht keinen. Und falls der Hausmeister kommt, keine Ahnung. Ich sitze da mit den zwei Leuten, die mich eben noch umbringen wollten. Falls der Hausmeister kommt, rennt einfach. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ja. Passt schon. Vielleicht. Sollte Rita auch einfach erstmal gehen? Nein, ich glaube, es ist für Rita wäre es sinnvoll, dass sie ein wenig Halt bekommt, damit sie nicht abrutscht. Richtig. Hm. Ja. Okay, wir beeilen uns auch, aber ich will. Wir haben ihn da jetzt da immerhin vorgeschickt quasi und. Naja, vorgeschickt. Ja, hat sich angeboten und wollte es unbedingt selber erklären, aber irgendwie. Okay. Ey, ich sag euch, wenn der Peters jetzt tot ist, ne? Was machen wir denn dann? Fackeln wir dann diese ganze Dreckschule einfach endlich ab? Dann hauen wir einfach ab. Wir alle zusammen. Okay. Das wollte ich ja schon Ewigkeiten mal machen. Ich weiß, Mara, für dich ist das vielleicht kein Ding, aber für mich wäre es ein Riesending. Ich weiß ja nicht, ob Val das kann, ob wir weg kann von ihm. Aber gut, wir schauen erstmal. Der wird sie überall finden. Schauen erstmal gerade, was Sache ist. Ich will hier auch nicht die anderen allein lassen. Okay, wir laufen mal zum Sekretariat. Jetzt mal ganz im Ernst. Warum wird dieser Satz nicht zensiert? Was ist Twitch? Was ist mit Twitch los? Twitch kennt dieses Wort nicht. What the hell? Aber warum sollte man es zensieren? Das sind doch alles schöne Worte. Ja, aber es ist eigentlich. Macht reden doch über Katzen, was meinst du? Okay, ja, ist okay. Bei uns ist alles möglich. Vielleicht auch mal, ich weiß nicht, ob du auf FSK 18 gestellt bist. Das ist auf FSK 18 gestellt. Ich glaube, das könnte ein Grund sein, dass es an bestimmte Zielgruppen gerichtet ist. Das stimmt, okay. Also hier, erheblich auf Söhne und vulgäre Sprache steht hier. Was mich jetzt wieder an den One Last Job Stream erinnert, den du nicht bei YouTube online stellen kannst, weil wir halt quasi die ganze Zeit nur obszön sind. Also die Folge ist definitiv auch sehr obszön. Okay, ja. Okay, wir laufen zum... Ja. Ja. Wir suchen den Direx. Mhm. Puh.
Ich nehme an, er ist nicht in seinem Büro. Ihr klopft. Ja. Oh, okay. Herr Peters? Ja. Dürfen wir reinkommen? Oh, ja, schon wieder. Ja, morgen, okay. Bitte, es ist wegen Val. Weil Sie haben geschrieben, Sie haben es geschafft. Und Val hat auch gesagt, es war zwischenzeitlich gut und jetzt ist es wieder weg. Nein. Der klingt nicht so gut. Ja, aber schauen wir mal. Ich gehe leise rein. Ich komme hinterher. Ja? Lange über diese Frage nachgedacht, ob es wirklich so ist oder nicht. Aber da liegt wahrscheinlich ein ziemlich großes Nein. Walross auf dem Sofa. Jetzt habe ich lange alles. Überlegt, ob er wirklich ihr Vater ist oder nicht. Da habe ich überlegt, doch, warum eigentlich nicht? Jetzt habe ich alles an dieser Schule gesehen. Und er verwandelt. Er verwandelt. Oh, er verwandelt sich. Und ist wieder Herr Peters, der auf der. War nur so 2-3 Sekunden. Ja, ich glaube, er hat gar nicht mitgekriegt, dass ihr das, dass ihr ihn gesehen habt. Oh, hallo. Und er ist total verbeult. Überall Blut und T-Shirt zerrissen. Das scheint. Das war nicht so einfach mit dem Hausmeister. Oh nein. Ich hab sie wirklich. Oh, er hat. Oh. Ich weiß nicht, wie ich das nicht hab sehen können. Aber. Oh. Aber Val hat immer noch nicht ihre Seele zurück. Kann nicht sein. Aber der Hausmeister ist tot, vermutlich. Ja. Das heißt, also, meine Theorie ist, der Dämon hat sich einen neuen Wirt gesucht. Was heißt, könnte wieder jeder sein. Es lief nicht so gut. Es war eigentlich ein bisschen zu erwarten. Wie war das nochmal mit den Exorzismen? Wollten wir nicht zum Kloster gehen oder so? 2 Stunden später. Wir hatten Peters und wir hatten Magic Pussy Power. Keine Ahnung. Hat beides nicht gut funktioniert. Schade. Also es hat ja zwischenzeitlich funktioniert. Das heißt, es war zwischenzeitlich weg. Das war wahrscheinlich die Zeit, die er gebraucht hat, um jemand Neues zu finden, der willig ist, willens ist, ihn aufzunehmen. Oder halt schwach genug. Ja, also Rita war bei uns. Ich glaube, die ist es nicht. Also ich hoffe, die ist es nicht. Ich hoffe, die ist es nicht. Es könnte halt ab jetzt jeder sein. Ja, also Herr Peters, Sie sind es nicht, oder? Also der ist jetzt nicht irgendwie in Ihnen. Es ist, Sie würden jetzt auch lügen, wenn Sie es wären, wahrscheinlich. Ja, er beugt sich ein bisschen vor. Natürlich nicht. Ja. So, was machen wir jetzt? Zurück zu den anderen gehen und zwar schnell, weil wir nicht wissen, in welcher Form der Dämon als nächstes bei Val liegt. Ja, ja. Und danke. Ab jetzt vor allem, ab jetzt noch mehr Misstrauen allen gegenüber. Es voll gut. Tut mir leid. Cool. Ja, sie haben es versucht. Sie haben ihr Bestes gegeben. Ja, vielleicht Exorzismen, wie gesagt. Oh, morgen geht es mir besser. Gut, der, sagt, gut. Der Kopf sackt so ein bisschen nach hinten. Okay, lass uns zurückgehen. Hey Zoe. Kann dieser Haufen Scheiße eigentlich noch größer werden? Ich habe nämlich das Gefühl, alles, was wir machen, es wird immer nur schlimmer. Ja, ich bin auch die ganze Zeit mit der Rita-Sache so unsicher, weil ich so wenig über sie weiß. Also sie ist quasi direkt zusammengebrochen und hat geheult Lilith gegenüber. Und dass die fühlte sich einfach komplett alleingelassen und wurde immer wütender, wenn sie ihre beste Freundin mit anderen Leuten gesehen hat und so. Und dann war wohl irgendein Lehrer, der
Hans-Peter irgendwas? Mhm. Keine Ahnung, wie der mit dem Nachnamen, ich weiß nicht, sagt mir nichts, aber ich kenne halt auch noch nicht alle Lehrer hier. Der hat ihr wohl geholfen, aber das Ding ist halt, sie hat wohl gemeint, sie wäre eine Fee schon immer gewesen. Also das ist nicht so ein Ding mit irgendwie neu und plötzlich, sondern sie wäre es schon immer gewesen und sie hat da irgendwie nachgelesen, hat das dann rausgefunden und ist einfach wohl sehr wütend in diese Feenwelt gegangen und hat einfach mal alle umgebracht, angefangen. Dieses Häufchen Elend, das wir da gerade gesehen haben. Genau, dieses Häufchen Elend. Ich meine, die hat doch Liliths Mutter versklavt. Ich weiß gar nicht, warum wir uns mit der abgeben. Einfach deshalb, weil die gerade im Moment sehr mächtig ist und die Freundin braucht. Naja, vor allen Dingen, ich meine eigentlich eher die Alternative wäre, dass wir versuchen, sie umzubringen und ich habe einfach mal Liliths Plan, also ganz ehrlich, ich wäre jetzt einfach dahin gegangen und hätte jetzt mal geschaut, ob ich sie zusammenprügeln kann und dann hat Lilith mit ihr geredet und dann hat sie angefangen zu heulen und habe ich gedacht, okay, cool, dann machen wir anscheinend das jetzt, was Lilith macht. Und vielleicht ist es ja auch die sinnvollere Sache. Ich hoffe, solange sie nicht auf uns wütend wird, aus irgendwelchen Gründen, halt uns alle auseinanderzunehmen. Das Ding ist, ich hoffe, sie meint es ernst und ich hoffe, dass sie ihre Sachen besser im Griff hat, als ich meine Sachen im Griff habe. Sie hat, weil, als sie ich das ist einfach Mal in die verliert Fee. Warte. Sie ist einfach sie war frustriert und einsam und ist in die Feenwelt und hat den ganzen Feenrat erledigt, Macht an sich gerissen und alle versklavt. Klingt das für dich nach einer Person, die ihren Shit im Griff hat? Nee, überhaupt nicht. Aber das Problem ist, dass wir jetzt halt die Wahl haben zwischen entweder versuchen wir ihr jetzt lieb und nett zu helfen und sie auf den richtigen Pfad zu schicken dauerhaft, oder wir bringen sie. Wir können uns ja beide Optionen offen halten. Wir halten uns definitiv die Umbringoption offen, weil ansonsten sehe ich bei der große Gefahr, dass sie halt einfach wieder, wenn irgendwas wieder nicht so läuft, weil jetzt hat Lilith sie unter ihre Fittiche genommen und stell dir mal vor, sie hat dann das Gefühl, dass Lilith sie nicht mehr gut findet und Lilith nicht mehr da ist für sie, dann wird sie wieder die gleiche Scheiße machen. Plus, ich weiß halt nicht, ob sie irgendwie außerhalb der Feenwelt hier auch irgendwelchen Scheiß angestellt hat. Ich hoffe, sie hat nur in der Feenwelt Scheiß angestellt, weil dann kann Lilith damit umgehen. Aber ich habe Paris angeschrieben gehabt und der meinte irgendwie, die gehört auch quasi zum Team Freaks und wir sollten vorsichtig sein. Das heißt, ich fürchte, dass da zumindest in irgendeiner Form das irgendeine Art von und sie hat sich sehr negativ über Mare, über Mirella und so. Also eigentlich müssten wir sie quasi jetzt davor schirmen, dass sie mit anderen aneinander gerät, mit denen sie vielleicht schon aneinander geraten ist vorher. Das heißt, also ich sehe, Lilith hat jetzt ihre Hände damit voll zu tun und wir müssen uns aber eigentlich auch erstmal um Vals Problem kümmern, weil ja der Peters es leider nicht allein geschafft hat. Ich muss das alles verarbeiten, es ist viel passiert heute und ich habe das Gefühl, ich bin so kurz vor einem Meltdown. Lass uns schnell zur Welt zurückgehen, bevor irgendwas Schlimmes passiert. Ich habe kein gutes Gefühl. Ich habe gar kein gutes Gefühl, dass er jetzt wieder in irgendeinem Körper... dass der jetzt in jedem sein könnte und jederzeit und was mit Val und Lilith und... Weil ich habe keine Ahnung, was unter was für Kriterien sich dieser Dämon jemand anders aussucht. Oh mein Gott, meinst du, der geht jetzt an Tim seinen Sohn? Das wäre eine Idee. Ich weiß es nicht, es könnte halt wirklich jeder sein. Ja, keine Ahnung. Okay. Okay, auf jeden Fall gehen wir jetzt zur Welt zurück und bereiten sie darauf vor. Wir sind wahrscheinlich auch ziemlich direkt. Solange wir geredet haben, schon wieder. Solange wir geredet haben. Zimmer. Ja. Lilith. Nee, warte, stopp, ganz kurz. Nein. Natürlich nicht. Wir haben uns wieder getrennt voneinander. Nein, natürlich seid ihr. Ihr kommt vor dem Zimmer an und da wartet aber jemand auf euch. Wir hatten ihn heute erst sehr kurz in der Anfangsszene. Herr Schulze steht vor der Tür. Zoe, Mara. HP? Ja. Was? Ich habe nachgedacht heute Nacht oder heute Abend. Es ist eine spezielle Nacht mit speziellen Jugendlichen, ist, glaube ich, dieses Wort, dieses neumodische. Ich möchte euch zwei einen Wunsch erfüllen. Sind Sie jetzt eine Fee? Keine Fee, oder? Nee. Hm? Sind Sie jetzt ein Djinn oder sowas? Djinn. Vielleicht. Sie wollen uns einen Wunsch erfüllen. Ja. Was heißt das? Wünscht euch etwas. Moment. Mare, es könnte jeder sein.
Wieder was? Mar Herr Schulze. Ja. Ich gehe nah an ihn ran und schaue ihn in die Augen, um zu sehen, ob da irgendwie ein böses, teuflisches, also ob der irgendwie böse aussieht. Ich weiß Da nicht, wonach ich irgendetwas suche. ist. Aha. Was ist der Preis für den Wunsch? Nichts, ihr habt es euch verdient. Ah ja, Wo, womit? womit, womit haben wir es uns verdient? Womit? Ihr wollt nicht? Wir sind misstrauisch, weil Dinge passieren hier. Und niemand tut etwas aus reiner Gutmütigkeit. Es passt nicht zu Ihnen, einfach so, jetzt plötzlich Nein. mit dir erfüllen einen Wunsch. Das letzte Mal, oh, als Lilith Sie um etwas gebeten hat, sind Sie selber losgegangen, und weil Sie es ihr versprochen hatten. Aber nicht einfach wegen, Sie haben einen Wunsch erfüllt. Nee, 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 nee. Ja, und auch den Wunsch, das Versprechen muss ich denen schon noch abbringen, ne? Also. Was, wo, was, womit haben wir es uns verdient? Sie haben ja sehr spezielle Vorstellungen davon, wann wir uns was verdient haben. Die Antworten hatten wir uns zum Beispiel damals nicht verdient. Ihr seid gewachsen. Und gewachsen. Sind wir gewachsen? Ihr Ich seid bin noch ein nicht. Team, oder nicht? Ja, das waren wir Ihr vorher haltet auch. zusammen. Nein. Ich habe ein leicht schlechtes Selbst Gewissen, du, weil ich mit Val Zoe. geschlafen habe und es den anderen nicht vorhabe, das den anderen zu erzählen. Oh, selbst ich bin gewachsen. Oh, schön, ja, selbst schön, Ja, ihr seid ja. ein Team. Was ist mit Lilith? Ja, und Ihre größte Aufgabe steht ihr noch bevor. Okay. Sie braucht keinen Wunsch. Und Haben wir, Valerie, der wir kann ich brauchen das wir? nicht erfüllen. Warum, warum, warum nicht? Aber dürfen wir uns was für Valerie wünschen? Hast einen Wunsch, Oder muss Mara. das? Ich habe einen Wunsch. Wünsch dir irgendetwas, was nicht auf dich zurückfällt, falls er unser Problem ist. Ich bin komplett überfordert gerade mit dieser. Wann können Sie Wünsche erfüllen? Können Sie wirklich jeden Wunsch erfüllen? Ich kann es versuchen. So, ich weiß nicht, was ich mir wünschen soll. Alle Wünsche dir deine Tee. Ich könnte alle deine Probleme beheben. Na, Nein, das alle ist meine, Unsinn. Nein, 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 nein. alle meine Probleme Der darfst du Schulze nicht wird mit das einem nicht Wunsch sagen. Das wird der beheben. Schulze nicht sagen. Nein, dein Problem könnte ich beheben. Dein Problem. Nein. Oh Das. doch. Aber ich bin mir nicht sicher, dass das der Schulze ist, der da Ich redet. glaube gar nicht, was die Azteken für tolle Möglichkeiten hatten. Ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher, ob die Unsterblichkeit gerade mein größtes Problem ist, bin ich ehrlich. Er hat doch eigentlich gesagt, du könntest es selber schaffen, solange du musst halt den Ja. Lebenswillen, weil ansonsten, wenn das eigentliche Ding ist. Ja. Reden die da gerade direkt vor unserer Ja, Tür? tun sie, ja. Hören die uns? Vielleicht schon, ja, also klar. Ja. Das Problem ist, egal wie ich diesen Wunsch formuliere, das ist doch nichts. Das ist doch nichts. Hey Lilith, hörst du das auch? Ist das die Stimme vom Schulze? Mhm. Zoe, soll ich jetzt einmal was wünschen? Was machst du? Was meinst du? Wünschst du dir was? Ich Ich will schleiche mal so auf die Informationen. Tür zu. Ich möchte Informationen. Weil ich glaube, mit Informationen Aber du kannst, kann er du mir, weißt. aus Informationen kann er mir keinen zu großen Strick drehen. Aber er kann dir wieder so eine kryptische Antwort geben, dass du am Ende gar nichts weißt. Aber das ist damit, daran bin ich gewöhnt. Okay, dann, was ich mir wünsche. Soll ich aufmachen? Oh, warte mal, ich habe eine Nachricht gekriegt. Ihr hört hinter der Tür ein Piep, Ja, Piep. mach halt auf. Ich möchte wissen, als mein Wunsch, ich möchte wissen, wer hinter den Verfluchungen des Hexenzirkels stand. Wer hat die ganze Gruppe angestiftet dazu, mich zu verfluchen?
Heiser Wunsch. Ich wünsche mir, dass Val ihre Seele zurückbekommt. Bist du sicher? Ja. Der arme Hausmeister, er war nur besessen, jetzt ist er tot. Sind Sie jetzt besessen? Oh Gott, nein. Aber wer ist fährt, er, jetzt fährt er sich, pass auf, jetzt fährt er sich einmal durch die Haare und du weißt, das ist Ey, aber ich meine, es war sehr naheliegend, das könnte jeder sein, das hätte auch der Schulze sein können, das wäre echt schon gewesen. Aber wer hat dann Wells Seele jetzt? Naja, ja, immer noch der Dämon. Und ich hoffe bald nicht mehr, weil mir wurde ein Wunsch versprochen. In dem Moment würde ich die Tür aufreißen. Ja. Was ist mit meiner Seele? Wir Weiß arbeiten ich nicht. Dran. Wir arbeiten dran. Oder Herr Schulze arbeitet dran. Hä? Und wer kommt zur Tür und sieht Herr Schulze? Ah, Sie. Ich. Ja, wir können ja anscheinend nichts machen, ohne dass sie irgendwo auftauchen. Herr Peters hat halt darauf bestanden, die Sache mit dem Hausmeister selbst zu regeln. Was ist da passiert? Ich habe mir schon gedacht, dass das nicht hinhauen wird. Ich dachte, da vielleicht kennt er ein paar Exorzismen oder so, wenn er so viel Bescheid weiß über das, was hier vor sich geht. Aber offensichtlich habe ich mich getäuscht. Also, kriegt Merle jetzt ihre Seele zurück oder übersteigt das ihre Kräfte? Tut es nicht, aber ich muss suchen. Ich suche. Okay. Zoe? Ja? Warte, Moment. Wir waren vor kurzem bei Ihnen. Ich finde auch das heraus. Ich melde mich bei dir. Hä? Wenn er uns die ganze Zeit hätte helfen können. Was habt ihr gemacht? Warum hilft er uns jetzt auf einmal? Was ist jetzt gerade passiert? Er meinte, wir sind gewachsen als Gruppe und deswegen erfüllt er uns jetzt einen Wunsch. Und Lille, du bräuchtest keine Wünsche zu erfüllen. Erfüllt bekommen, meint er, und deine größte Aufgabe stünde dir noch bevor. Ja, und weil, keine Ahnung, angeblich er sagt, dir kann er nicht helfen. Aber jetzt werden wir rausfinden, ob er es doch kann anscheinend. Meine Mutter hat mir gerade geschrieben, dass sie mich in 15 Minuten hinten im Schulhof sprechen will. Aber das heißt, es geht deiner Mom gut. Das ist so was, ja, Gutes. Das ich werde schaue gleich kurz sehen und ich drehe mich rein, nochmal Rita da noch ist. Genau, ja, okay. Steht Schulze noch bei immer noch bei uns? Ja. Dann das danke. War's, ja? Sehr gerne. Ich trete doch mal jetzt nah an den Rand. Guck ich so ganz tief und kann den Augen. Herr Schulze. Verdammt, das wollte ich auch gerade tun. Mach! Spielen Sie die ganze Zeit ein Spiel mit uns? Sind wir hier für Ihre Unterhaltung? Sind Sie vielleicht sogar der Drahtzieher von dem ganzen Scheiß, der hier passiert? Nein. Ich gebe zu, manchmal ist es unterhaltsam für mich, was hier passiert. Aber ich bin sicher nicht der hier irgendetwas tut. Tim kommt um die Ecke. Wollen wir noch unsere Charaktere, Tim? Ich würde Tim. Sofort einen Arm vor Lilith machen. Wollen wir noch unsere Charaktere? Oh, was ist denn hier los? Lilith, könnte der Neue sein. Wir sprechen gerade mit Herr Schulze über die Geschichtsklausur, Tim. Ich glaube, heute haben wir keine Zeit mehr, DSA-Charaktere zu haben. Oh, sorry, sagt Herr Schulze. Danke. Werde es jetzt tun. Und er dreht sich um und geht auf Tim zu. Was? Genau, und ich halte Val fest. Ich nehme Val und würde sie. Val, eventuell ist. Ich, vielleicht ist Tim der neue. Tim Dämon. Lächelt ihn an. Was macht der Schulze? Herr Schulze nimmt seinen Kopf und lässt ihn einmal mit einer solcher einer Wucht gegen die Schulwand donnern, dass ihr das Knacken hört. Ich schreie. Ruft: Du bleibst hier. Und murmelt etwas vor sich hin und zieht ihn weg. Und dann?
Bell, fühlst dich wieder gut? Ja, das Problem ist, dass der Dämon aus dem Hausmeister raus ist, als der Peters den Hausmeister umgebracht hat. Ja. Ja, aber ist halt anscheinend jetzt in Tim rein, stattdessen. Das habe ich schon mal gefühlt. Mara, das ist, als wir die Treppe runter. Schon wie, es ist wieder das Gleiche. Dann bleibt deine Seele jetzt hoffentlich bei dir. Ich nehme so deine Hand und zieh dich ein bisschen Ja, hoffen wir, näher. dass Schulze stärker ist als Tim und die Seele jetzt nicht in ihn reingeht. Oder Ja. vielleicht hat ist Nicht Herr die Schulze, Seele, der Herr Dämon Dämon, meint. vielleicht Herr Schulze. Geht er mit irgendwas weg oder womit geht er weg? Wie, was passiert da gerade bei ihm? Er hat Herr jetzt Schulze Tim. hat ihn quasi seinen Schädel geknackt und es hat ihn dann am Arm genommen und um die Ecke gezogen. Okay, ich laufe hinterher. Ich halt Val einfach im Arm. Ich will sehen, was passiert, damit ich sicher Ich sein kann, glaube, dass dieser so Dämon weg ist. hinter. Du hörst ihn, wenn du hinterherläufst, er beachtet dich nicht. Er geht ziemlich zügig in Richtung, ich denke, eines Kellers, der da eine Kellertür ist, und du hörst ihn irgendwelche Worte in einer Sprache murmeln, die du nicht kennst. Relativ verbissen. Exorziert den wahrscheinlich jetzt wirklich. Ja, ich werde ihn auch nicht stören oder irgendwie unterbrechen. Ich laufe ihm einfach hinterher, damit ich sehen kann, was er gemacht hat. Ja, ich halt einfach Welle warm. Ich will, also Ich gehe so hin da. Well ist voll Ja, überfordert. Well ist einfach, hat ihre Seele. Well hat ihre Seele. Die soll nicht wissen, was passiert. Erstmal. Er geht mit ihm in einen Keller, So zieht ihn einfach kann irgendwie es jemand in die sein. Treppe. Man hört Tim auf der Treppe. Bock, 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 bock. Sein Kopf Oh, nimmt Alter. jede Stufe mit auf dem Weg nach unten. Wir sehen echt zu viele Leichen gerade für unser Alter. Ja, das tut You ihr. think? Denkst du, Und unten kniet er sich dann über den Kopf. Und tatsächlich erscheint euch das so, als würde ein rotes, ja, seine rote Wolke, ein rotes Licht in seine Hände gehen. Und dann gibt es einen kleinen Lichtblitz und es ist weg. Und er lässt sich fallen und atmet aber ganz tief durch. So, was denkt ihr in diesem Moment? Ihr zwei da unten? Was ich denke. Ja, bitte. Was macht diese Situation mit euch? Ich bin schockiert, aber auch gleichzeitig, dass ich denke, das ist, also wenn er das jetzt einfach so vernichten kann, ist er halt auch einfach krass mächtig. Das heißt, ich bin auch schon, wie heißt das, wenn etwas Angetörnt. beeindruckt. Schön, wie alle auf das eine Wort warten, dass sie irgendwas anderes sagen. Ja, ich glaube einfach die Tatsache, dass hier gerade eine Leiche dabei ist, also ein Mitschüler mit aufgedingste Schäden, würde jedes Ja. Gefühl von angeturnt definitiv im Keim ersticken. Aber natürlich, ja, Macht ist sexy, aber vor allen Dingen bin ich einfach wirklich beeindruckt gerade von dem, dass er wirklich nicht einfach nur redet und unsterblich anscheinend ist, sondern dass er halt auch, ja, also, he doesn't just talk the talk, he also walks the walk. Alice? Ich habe Angst. Also erst habe ich Angst, weil ich denke, boah, der hat gerade einen Mitschüler einfach so umgebracht. Dann habe ich Angst, als ich dem zusehe, dass er ihn exorziert, weil ich Angst habe, dass vielleicht dieses Dämonenleuchten in einem von uns übergehen könnte jetzt, Ja. als er zerstäubt. Gucke ich den Schulze an und denke mir, fuck, ist der mächtig, ich habe Angst. Ich glaube, wir reagieren eventuell etwas unterschiedlich. Du mit Angst und ich mehr so mit Awe, oh, weißt du, so dieses Wow.
Ich zerquetsche definitiv, keine Ahnung, deinen Arm oder deine Hand. Das ist okay. Ich würde dich auch, ich hätte dich sowieso immer quasi in irgendeiner Weise hinter mir schützend gehalten, halb, aber dich auch gleichzeitig festgehalten. Klassiker. Also während wir stehen und nicht laufen. Der Standard-Move, den ich nicht mit rechts machen kann, bis die Schulter-OP auf dem nächsten ist. Aber mit links mache ich den hier sozusagen. Hast du damit, Lilith, deine Verabredung vergessen? Nein, ich würde also sagen, das ist doch ein super Cliffhanger, oder? Was in 15 Minuten draußen passiert. Nein. Aber wir sind doch Nein. beim Finale. Ja, Da deswegen gibt es keine möchte ich, Cliffhanger mehr. deswegen soll sie auch ihre Verabredung bekommen. Nein, also ich hätte es sicherlich nicht komplett vergessen. Also Okay. in dem Moment, wenn Nach das dann... 15 Minuten würde sonst dein Handy klingeln und deine Mutter würde es klingeln lassen. Bist Ja, du dran? Also. Ja, ich gucke drauf. Nee, oh, meine Mutter, verdammt, die habe ich ganz vergessen. Oh, Kommst du zumindest mit zum Das ist auch Schulhof? der Moment tatsächlich, wo Herr Schulze euch wahrnimmt und sich umdreht. Geht es Ihnen gut? Ja, Wunsch Nummer 1 ist erfüllt. Check. Warum haben Sie uns das nicht heute Morgen schon gesagt, dass Sie das können? Das selbst für mich schwer ist. Schwer, ja, und für Well war es die Hölle. Ich hätte einfach einmal, keine Ahnung, machen müssen, ja. Ja, Ich es weiß machen auch nicht. Müssen. Machen müssen, was der von dir wollte? Das war uns umbringen. Ich weiß, ja. Aber das wird ja wohl nicht, ich weiß es auch nicht. Ich glaube nicht, dass er sofort wollte, dass sie euch umbringt. Herr Schulze, ohne, ich ja. bin enttäuscht von Ihnen. Ich drehe mich um und Ich komme gleich nach Lilith, aber lass deine Mutter nicht warten. Ich komme gleich raus zu euch. Ich würde ihm die Hand reichen zum Aufstehen. Ja. Und Bitte. Ihn auch quasi einfach hochziehen, weil ja. Geht's? Ja. Okay. Dankeschön. Ne, ich habe Danke zu sagen. Ich habe nicht gedacht, dass sie das können, deswegen, sonst hätte ich mir das auch gewünscht. Für Well, jetzt fühle ich mich beschissen, dass ich sowas für mich gewünscht habe und nicht für sie, aber wenigstens hat Mara dran gedacht. Ich dachte, das geht nicht, weil sie meinen, Wells Problem können sie nicht erledigen. Aber danke, das ist ziemlich geil. Wir haben ein Problem weniger. Guter Job, keine Ahnung. Ich weiß nicht. Oh, er weinte. Oh, ich kann mich echt nicht noch prügeln. Ach so, nee, sorry. Ich habe nur gedacht, ich würde gerne irgendwie Danke sagen, aber sie umarmen ist weird. Was macht man dann? Ich hatte Fistbump, egal. Fistbump? Wir können auch einfach die Hand, nein, Hand schütteln, ist super. Ich patte ihn auf die Schulter. Passt schon. Okay. Ja, ich, puh. Alles ja. Gut. Vielleicht ist das ja so etwas wie Tag 1 für uns in irgendetwas Neuem mit eurem ganzen Misstrauen und was ihr da so habt. Ja, das ist auch überhaupt nicht verwunderlich, unser ganzes Misstrauen, weil niemand mit uns redet. Selbst Herr Peters hat uns heute erst zum ersten Mal über alles aufgeklärt. Peters, ja. Weiß ja, auch der nicht, hat was den. Da los ist, so richtig. Das ganze Spiel, da habe ich noch nicht ist ein geschaut. Walross. Ja, vielleicht ist das die. Ich bin mittlerweile auch, glaube ich, irgendwann bei. Jeder ist irgendwas. Ich weiß auch nicht, woher das bei mir kommt oder ob ich es irgendwie loswerden kann, aber hey, ansonsten. Voll hättest es gut, dir dass das wünschen mit Bell können? jetzt ist. Was? Du hättest es dir wünschen können. Ja, das ist aber irgendwie kacke, wenn wir ein größeres Problem haben, oder? Das stimmt. Also dann. Und es gibt Ja. viele wie dich, die haben es echt schlimmer erwischt, glaub mir. Ja, ich denke auch. Also Well hat es definitiv schlimmer erwischt gehabt und jetzt hoffentlich ja nicht mehr. Und Mara kriegt das ja hoffentlich auch Nein, so selber in den meine ich Griff. das nicht. Aber das ist auch egal.
Ich mag deine Frisur. Und er schleppt sich so an dir vorbei, die Treppe hoch. Dann mache ich mir anscheinend eine andere jetzt. Okay. Und du stehst da völlig hin. Und wir gehen nach Ich bin draußen. Horn zwischen, es ist cringe und er ist hot und ich weiß überhaupt nichts. Aber er ist Ah. 2000 Jahre alt. Ja, aber er ist super mächtig und gleichzeitig ist er super weird. Und er ist ein Man ist. Mörder, aber irgendwie hat er auch gerade unsere Freundin gerettet. Ja, also man wechselt immer zwischen der Schulze und der Schulze. Also, so geht's mir Also jedenfalls. du. Und Also ich, ne? Mara hält Val im Arm und freut sich halt mega, dass Val ihre Seele zurück hat und dass sie was irgendwie mal was Gutes gemacht hat. Denkt sich gleichzeitig, ich hätte mir eine glückliche Zukunft mit Thea wünschen können. So, aber ich habe das Richtige getan. So, wir gehen auf den Schulhof. Pausenhof, was hatte ich gesagt? Schulhof, ne? Schulhof. Du gehst da raus, deine Mutter steht da schon in irgendeinem, keine Ahnung, hellgrünen, schneeweißen Mischkleid. Sieht dich, strahlt Wow, und Ma. rennt auf dich zu und umarmt dich ganz fest. Du hast es Ja, geschafft! wir kommen da auch mit raus, wollte ich sagen, oder? Würde ich Okay, sagen. Also ja. wir sind nur weggeblieben, während die da. Ja. Das wollten Ja. wir nicht sehen und so, aber wenn die dann wieder zurückkommen, Okay. das interessiert, glaube ich, und, oder? Ich weiß, also Ja. zumindest Mara würde dann mitkommen. Ich weiß nicht, ob Ja, Belle. gut, Well wird auch mitgehen. Ja. Hast es geschafft. Sie hat alle freigelassen und Wie? sie hat mich freigelassen. Sie sieht auch nicht im Gesicht, wenn du jetzt nah an ihr dran bist, ist sie schon irgendwie blaue Flecken und sie hat uns. Ja, sie hat alles erzählt. Sie hat, wie du sie bekehrt hast, wie du mit Worten, wie ihr mit Worten, sie. Und wir haben gesprochen, wir Feen, alle, unser Rat, wir waren so naiv, wir waren so altmodisch, unsere ganze, St es ist alles, wir haben uns nie irgendeiner Gefahr bewusst gewesen, dass jemand uns etwas tun könnte. Und Ja, aber dann das ist lassen doch wir jetzt. uns, und dann sterben so viele von uns, und du kommst und nur mit deinen weisen Worten Was? hast du es geschafft, dass sie aufgibt. Lilith, weißt du, was du geschafft hast? Weißt du, was du für eine Visionärin bist? Was? Ich war einfach nur mal nett zu ihr. Anscheinend war nie jemand nett zu ihr. Ja, du bist stark, Lilith. Und wir wollen das nicht mehr, weißt du das? Und wir brauchen junge, denkende Feen, die es schaffen können, in beiden Welten zu leben, Gefahren zu erkennen, zu führen. Und es gibt nur einen Weg. Welchen? Möchtest du unsere neue Königin sein? Ein paar Nein. Tage später gibt es eine Aufruhr in der Schule, denn es gibt eine Meldung, dass die, also wir sind 1,5 Wochen später vielleicht, dass die Polizei im Walde unterwegs ist. Und es werden alle angewiesen, auf ihren Zimmern zu bleiben. Und dann vergehen ein paar Stunden und irgendwann gibst du die Meldung, es gibt eine, wohl am nächsten Morgen eine Pressekonferenz, man will aber nichts sagen vorher. Und so tritt tatsächlich ein Polizist auf am Ort des Geschehens. Und diese Pressekonferenz findet am See statt. Es sind viele Journalisten da. Und Nein. die Polizei berichtet, sie können noch nichts Genaueres sagen. Aber hier wurde im See eine Leiche gefunden. Das Identifizieren dieser Leiche ist leider nicht möglich zum jetzigen Zeitpunkt. Man müsste weitere Tests abwarten. Das einzige Identifizierungsmittel, was momentan zur Verfügung steht, und die Polizei bittet um Mithilfe, und es wird das Foto eines Freundschaftsbandes eingeblendet, was eine gewisse Person damals relativ neu hatte. Und was Mirella sehr bekannt vorkommt, denn sie weiß ganz genau, von wem dieses Freundschaftsband getragen wurde. Mami.